große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Und auch ich bin im Studio, Jenny Posch. Freut mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind bei Anpfiff, der wohl beliebtesten Bundesliga-Show und auch der, die für die meiste Gänsehaut eben sorgt im Privatfernsehen. Willkommen auf OE24TV. Und es gibt heute wieder zahlreiche spannende Begegnungen. So viel sei schon mal verraten, das Ligafinale, das wird wirklich so aufreibend wie schon lange nicht mehr. Wir zeigen Ihnen hier eine kurze Vorschau. Was erwartet uns denn heute? Im Spiel Nummer 1 blicken wir mal ins Burgenland nach Mattersburg und die treffen da auf Rapid, auf die Grün-Weißen. Ja, wie wird das denn ausgehen? Wie wird das werden? Und wer hat da wohl die Nase vorne im Spiel? Wir blicken jetzt mal zu unseren beliebten Jungs, Frankie und Ferry. Ja, Frankie, ich habe jetzt schon Gänsehaut, also was diesen Spieltag angeht. Jenny besorgt, du hast zusätzlich Gänsehaut. Außerdem, ja. Ganz genau so ist es, ja. Mattersburg gegen Rapid, wie groß ist der Rückenwind, den Rapid momentan hat? Gut, sie haben bis jetzt ihr Versprechen eingehalten. Sie haben gesagt, 4 Spiele, wir müssen alle 4 gewinnen. Die ersten 2, Salzburg und SKN, sehr, sehr gut gewonnen. Aber jetzt kommt natürlich der kleine Bruder, sage ich immer, aus Burgenland. Und die sind auch gut drauf. So, die Grünen gegen die Grünen, das wird so richtig heiß. Ja, die Richtung stimmt zumindest einmal. Spannend geht es dann aber auch weiter in Salzburg, besonders was den Gegner betrifft, Jenny. Alle Spiele, alle Tore zeigen wir Ihnen natürlich auch von den Bullen, die da gegen Sturm Graz antreten. Ja, wie das ausgeht, die zwei Jungs, die analysieren das natürlich wie immer für sie. Dann treten gegeneinander an die Veilchen. Austria Wien trifft da auf Altach im Spiel Nummer 3. Wir machen frisch fröhlich weiter mit Spiel Nummer 4. Da schauen wir zu meinen Hartbergern. Ich bin ja Steirerin und die treffen da auf die Wolfsberger. Im Spiel Nummer 5, da spielt der LASK gegen Wacker Innsbruck und im Finale quasi. Da kommt tatsächlich die Admira dran gegen St. Pölten. Und das ist ein Niederösterreich-Derby der ganz besonderen Art. Glaube ich zumindest. Oder Jungs, ihr wisst es mehr. Wer ist die Nummer 1 in Niederösterreich, Frankie? Derby, ich höre das auch immer. Für mich ist es weit, weit weg von einem richtigen Derby. Mhm. So wie Austria gegen Rapid oder Sturm früher gegen GAK. Am Papier zumindest. Aber auf Papier ist es ein Derby. Und Admira ist super drauf. Und SKN ist natürlich doch noch der Überraschungsmannschaft unter Kübau und jetzt weniger unter Popovic, weil sie stehen immer noch bei den ersten 6. Und das hätte man vor der Saison nie geglaubt. Tolle Spiele, die heute Abend einmal mehr für Sie mit dabei sind. Wir zeigen Ihnen jetzt alle Spiele, alle Tore, natürlich auch jederzeit gerne Ihr Input live zu uns in die Sendung anpfiff@oe24.at. Das ist die Adresse, damit Sie mit Frankie und mit mir mitschreiben können. Natürlich gerne die Frage an Sie, wer schafft es denn tatsächlich noch in diese Meistergruppe, dort wo so viele Vereine hinwollen. Also anpfiff@oe24.at. Damit rein in das große Schlagerspiel an diesem Fußballtag. Mattersburg gegen Rapid. Und auch die Mattersburger waren zuletzt ganz gut unterwegs. Wer hat das größere Selbstvertrauen von den beiden? Ja, Rapid hat mehr Druck. Bleiben wir so bei Druck. Rapid muss gewinnen. Mattersburg will gewinnen, logisch, weil die spielen dann doch noch um einen Abstieg. Oder ist im Hinterkopf vielleicht noch den kleine Chance da, weil die können es noch schaffen, um sogar bei den ersten 6 dabei zu kommen. Das ist natürlich eine Riesensensation, wäre das. Aber Rapid, glaube ich, hat mehr Selbstvertrauen von den ersten 2 Spielen. Sieg gegen Salzburg daheim, muss eine positive Energie losgegeben. Toller Auftritt dann auch gegen St. Pölten, glattes 4:0. Ja, und es ist ein richtig heißes Finish um die Top 6. Und wir schauen gleich rein auf die Aufstellung der Mattersburger. Das hat sich Klaus Schmidt überlegt. So sieht das Ganze aus. Eine Veränderung in der Sturmspitze. Ja, mit den Erhard. Aber er hat so viel auf der Bank auch noch mit Bürger, mit Busic. Hat er noch zwei Mittelstürme. Kwasina ist gut drauf, ist sehr beweglich, sehr ein Unruhestift da vorne. Ja. Die Mannschaft, die gefällt mir. Die spielen wieder, so wie man von Mattersburg gewohnt ist. Die gehen am Mann, die gehen in die Zweikämpfe, tun schnell umschalten, spielen auf Konter. Und natürlich ist wieder wichtig, die Defensive steht. Mit Kuster hat man wieder den Tormann,
der lange nach seiner Form gesucht hat, aber jetzt ist er wieder da. Ja, und Didi Küpper kommt zurück in ein Stadion, das er natürlich in- und auswendig kennt. Das ist die Aufstellung von Rapid. Da sehen wir drei Veränderungen. Schwab und Matic nach den Gelbsperren wieder zurück. Sind wieder da. Da ist der Grauwatz wieder auf der Bank. Und Ljubicic, Riesenkader. Er lässt alle spielen. Und die Mannschaft hat ihn schon einmal begeistert. Ich glaube, gegen Salzburg mit 2-0 zu Hause. Ja, und Schobesberger und Murk auf die Seite sollen Kreativität und Schnelligkeit bringen. Tage der Entscheidung. Also bei den Grün-Weißen sind Endspiele, um die es hier jetzt geht. Und in Mattersburg sollen die nächsten Punkte für die Rapidler her. Wie ist denn verlaufen? Hier ist für Sie die Auflösung. Tolle Kulisse im Pappelstadion. 11.000 Fans sind gekommen, davon 3.000 Rapidler. Und die wollen mit ansehen, dass die Serie von Didi Küpper verlängert wird. Zuletzt der Erfolg gegen Salzburg und St. Pölten. Jetzt heißt der Gegner Mattersburg. Und die Anfangsphase in diesem Spiel ist sehr, sehr intensiv geführt von beiden Teams, aber eine Spur härter von den Mattersburgern. Marco Kwasiner holt sich nach 10 Minuten diese gelbe Karte ab. Geht absolut in Ordnung. Danach wird aber doch Fußball gespielt und die besseren ersten Akzente haben die Mattersburger. Über Andreas Gruber. Nach 13 Minuten die rasche Führung für die Burgenländer. Durch diesen richtig sehenswerten, tollen Treffer. Vierter Saisontreffer von Andreas Gruber. Das Ganze eingeleitet von Patrick Salomon. Aber der Platz macht auch kräftig mit. Wir sehen es in der Wiederholung. Der Ball setzt noch einmal glücklich auf. Und damit gibt es diese grandiose Flugkurve über Richard Strebinger hinweg. Didi Küpper bedient und sieht, dass nach einer Viertelstunde nach wie vor die Mattersburger spielbestimmend bleiben. Gibt den nächsten ganz guten Angriff. Die Rapidler kommen nicht in die Zweikämpfe. Der Ball landet bei Marco Kwasiner. Der stolpert und zieht ab. Nach 19 Minuten fast das 2:0 für die Mattersburger. Gut gemacht von Marco Kwasiner. Mario Sonnleitner hat den Fuß noch dazwischen und lenkt den Ball an der Stange vorbei. Danach die erste gute Möglichkeit auch für die Rapidler. Eckball-Situation, da wäre mehr drinnen gewesen. Hätte schon fast der Ausgleich sein können. Rapid bleibt bemüht über Philipp Schobesberger, Knasmüllner. Schobesberger kommt nicht mehr an diesen Ball. Gute halbe Stunde vorbei. Rapid ist jetzt besser drinnen im Spiel. Standardsituation über Matic. Knapp am Tor von Markus Kuster vorbei. Matic und Schwab nach ihren Gelbsperren ja wieder zurück in der Startformation bei den Rapidlern. Ganz gute Phase jetzt bei den Hütteldorfern. Und dann diese extrem kuriose Situation. Markus Kuster hat alle Möglichkeiten, diese Situation zu klären. Entscheidet sich, Kano anzuspielen. Wird von Murk unter Druck gesetzt. Und dann landet der Ball plötzlich bei Philipp Schobesberger. 1:1 nach 38 Minuten. Was für ein Slapstick-Tor. Markus Kuster, der Kano in Bedrängnis bringt. Gut unter Druck gesetzt von Thomas Murk. Und Philipp Schobesberger bedankt sich. Sein erster Treffer seit 11 Monaten. Das 1:1 in dieser Begegnung. Kano dann noch mit dem unglücklichen Zuspiel auf Philipp Schobesberger. Der hat leichtes Spiel 1:1 damit nach 45 Minuten. Die 3000 mitgereisten Rapid-Fans machen auch in der Pause eine richtig gute Stimmung. Rein in den zweiten Durchgang und den eröffnet Rapid. Philipp Schobesberger mit diesem Freistoß knapp am Tor von Markus Kuster vorbei. Richtig munteres Spiel. Rapid kommt besser rein in die zweiten 45 Minuten. Das erkennt auch Didi Küpper. Die wollen jetzt die Führung. Die wollen den Treffer. Und doch noch das Wunder der Meistergruppe schaffen. Knasmüller setzt Murg in Szene. Und da ist Andrea Pavlovic mit der Riesenchance. Die hundertprozentige Möglichkeit für den österreichischen Rekordmeister. Thomas Murg mit dem klasse Assist und dann Andrea Pavlovic mit dem Knöchel. Vielleicht klappt es aber aus der Distanz. Stefan Schwab, Knasmüller ist noch dran. Kuster klärt in allerletzter Sekunde. Ball landet noch einmal bei Stefan Schwab. Und dann Matic. Allerdings irgendwo in die Innenstadt von Mattersburg. Wir sind in der Schlussphase. Pusic auf Thorsten Mara. 81. Minute, 2:1 die erneute Führung für die Mattersburger. Martin Pusic gerade erst ins Spiel gekommen anstelle von Marco Kwasiner und hat diesen genialen Pass zwischen Sonnleitner und Matic hindurch
Mara schaut noch einmal ganz kurz auf und schiebt dann an Richard Strebinger eiskalt ein zum 2:1 für die Mattersburger. 8 Minuten noch auf der Uhr. Rapid möchte den Ausgleich, kommt aber nicht zu einer hundertprozentigen Möglichkeit. Weitschuss. Dann über Berischer. Berischer am Tor der Mattersburger vorbei. Wir sind in den allerletzten Minuten. Langer Ball. Murg auf Sonnleitner. Der ist torgefährlich. Der Verteidiger von Rapid. Allerdings nicht in dieser Situation. Dann wird es noch einmal richtig ruppig. Noch einmal. Rapid. Dann geht die Fahne aber hoch. Abseits. Und das geht in Ordnung. Und dann ist es durch. Klaus Schmidt jubelt mit seinen Mattersburgern über diesen 2:1 Erfolg gegen Rapid, die einen mächtigen Dämpfer einstecken müssen im Kampf um die Meistergruppe. Und dieses heiße Liga-Finish wird für ihn, für den Rapid-Trainer, für Didi Küper jetzt noch heißer. Also Rapid in Mattersburg mit 2:1. Frankie, wie intensiv ist dieser Rückschlag für die Rapidler? Naja, von der Tabellenstand her natürlich sehr intensiv. Mhm. Aber auch, ja, du siehst, wenn du die Chance dann nicht reinhaust, gegen SKN ist das dann noch gut gegangen, 4 Tore, Standards. Aber heute aus dem Spiel ist zu wenig. Wir haben zu wenig Chancen herausgespielt. Und die Chancen, die herausgespielt werden, den Superpass von Murk auf Pavlovic, wird kläglich vergeben. Ja, das ist, dann tust du dich schwer. Und Mattersburg, ich sag's immer so, die geben nicht auf. Die hauen dort rein und die glauben dran und die verdienen dann auch den Sieg. Und das ist auch durchaus erstaunlich. Die Mattersburger sind gerade in den letzten Wochen, besonders über den Kampf, wieder sehr zurückgekommen. Aber Ferri, das sind die Tugenden, die braucht jede Mannschaft. Auch der Kübauer hat wieder Rapid über die Tugenden wieder herangebracht. Aber Rapid hat zu wenig Qualität, und da komme ich wieder dahin, zu wenig Kreativität, um wirklich die Chance rauszuspielen. Noch mehr Chance, um ein Tor zu schießen. Wenn der Schobesberger als Stürmer ein Tor in 11 Monaten schießt, trotz Verletzungen, das verstehe ich schon, das ist ja wenig. Weißt du, Murk ist nicht unbedingt der Goalgetter. Dann Pavlovic hat man vielleicht glaubt. Das ist zu wenig. Hat auch eine Riesenchance gehabt. Wir schauen auf die Tore. Es ist losgegangen nach 13 Minuten. Andreas Gruber, ja, Frankie, richtig sehenswerter, toller Treffer. Ja, man kann reden über den Platz, man kann reden über Glück, man kann reden über Sonntagsschuss, man kann reden über was weiß ich. Das ist ein Weltklasse-Tor, Punkt. Weil er will auf das Tor schießen und er schießt ihm und er trifft ihm richtig. Wenn Ronaldo den Ball schießt, geht er durch ganz Europa, sogar in Äthiopien, im tiefsten Loch sehen sie das Tor. Ja, und wenn er das Tor schießt, dann reden wir vielleicht nur von Glück. Nein, super Schuss. Begünstigt ist es natürlich, ein klein wenig, wir haben es gesehen, der Ball springt noch mal ganz kurz auf, allerdings, ja, ich bin ganz bei dir, toll abgezogen. Er wollte das Tor. Genau, und der Mut wird ganz einfach belohnt. Genau so ist es, genau. Nach 38 Minuten dann durch Philipp Schobesberger, der Ausgleich, ja, die Entstehung, Slapstick pur. Stimmt, was du sagst, aber der einzige Spieler, der Kuster anspielen kann, ist der. Das ist der Chano, das ist der kreativste Spieler von Mattersburg, der Nummer 10, der alles macht. Nur er wählt die falsche Entscheidung. Und hier sieht man, à la Lask, à la Salzburg. Murk denkt sich, ich mache Pressing und wird belohnt. Und dann kann der Schobesberger, ja, weil hier noch der Chano den Ball noch erwischt, genau zum Schobesberger, ist der Slapstick, so wie du sagst, perfekt. Und der Schobi macht sein Tor. Ja, und dann kurz vor dem Ende dann noch der Siegestreffer der Mattersburger. 81. Minute, Mara. Top-Pass, durchgesteckt. Und der Mara macht es dann gut, weil wir wissen schon, dass der Strebinger vielleicht der beste Tormann in Österreich ist. Aber hier hat er es nachsehen. Super Aktion, schaut alles so leicht aus dem Studio mit schönen warmen Lampen. Aber es ist schwer. Wenn du 1-1 mit dem Tormann dann bist, dann kriegst du auf einmal 100 Gedanken und er hat den richtigen gehabt. Wie gerecht ist das Ergebnis nach diesen 90 Minuten? Ich finde, dass das verdient ist, weil Rapid muss dann ihre Möglichkeiten nützen. Haben es nicht gemacht, Mattersburg schon. Und dann gehst du als Sieger vom Platz. Ja, was sagen eigentlich die beiden Trainer zu diesem heutigen Spiel? Hier ist für Sie die Pressekonferenz. Hut ab vom Thorsten Mara, der dann einfach sein Herz in die Hand genommen hat und angeschoben hat und dann diesen Konter eiskalt abgeschlossen hat. Und zum Schluss, denke ich, hat der Rapid dann nicht mehr viele Ideen gehabt, um das Spiel dann noch auszugleichen bzw. in einen Sieg umzuhauen.
Wir sind da sicher hergefahren, dass wir das Spiel, dass wir da als Sieger vom Platz gehen. Und haben aber gleich gewusst, beziehungsweise wir haben vorher schon gewusst, dass es schwierig werden wird. Trotzdem haben wir gesagt, dass wir da, wenn wir unter die ersten sechs kommen wollen, müssen wir da gewinnen. Spürt ein bisschen unglücklich begonnen für uns, dass irgendein Schussel, der was normal irgendwo hinfliegt, fällt ins Tor rein. Es hat, glaube ich, der Mannschaft schon ein bisschen an Knicks gegeben, wo ich sage, da haben wir die ersten 20 Minuten dann nicht so ins Spiel gefunden. Da sind wir ein bisschen ins Spiel gekommen, haben dann den ausgestreckten Züd und dann, glaube ich, hat man schon gemerkt, dass wir besser im Spiel sind. Und nach der Pause war es dann auch so, dass ich sage, dass wir schon die Chance aufs 2-1 gehabt hätten. Dann hätte das Spiel komplett anders ausschauen können. Aber man hatte nie das Gefühl gehabt, dass wir so kompakt sind oder so aggressiv. Wobei, wenn ich jetzt da die Torschüsse sehe, von 26 Torschüssen zu 9, da muss man das ein bisschen revidieren. Aber ich glaube, es war sehr schwierig, auf diesem Platz Fußball zu spielen. Also ich hab gewusst, dass er ein schlechtester Platz war, dass er wirklich in unglaublichem Zustand war. Und für spielerische Truppen, wie wir sind, war es dann umso schwieriger. Und das soll jetzt keine Ausrede sein. Es ist nur so ein Ding, dass du kein strukturiertes Spiel aufbauen hast können. Das war, glaube ich, ein riesiges Problem für uns. Und da hat es Mattersburg natürlich leicht gehabt, weil sie grundsätzlich eigentlich nur versucht haben, uns zu stören und dann möglicherweise einen Platz kriegen für den Konter. Und haben es dann mit dem zweiten Tor das ganz gut gemacht. Und bin ja jetzt riesig enttäuscht, aber wer wird da nicht enttäuscht sein, wenn wir uns jetzt die Situation da viel schwieriger gemacht haben. Und das Leben geht aber trotzdem weiter. Ja, also soweit die aktuelle Pressekonferenz. Ja, wie sehr gilt für dich die Ausrede, die Kübauer da ein wenig verwendet? Der Schuss, der sonst normalerweise irgendwo hingeht, der Platz? Ja, bei den Schuss, das würde ich verkaufen als super Tor, ja. Punkt. Aber der Platz ist natürlich für eine spielerische Mannschaft ein Nachteil. Aber auch Mattersburg muss auf dem Boden Fußball spielen. Mhm. Und spielen die vielleicht ein bisschen mehr mit Euphorie, spielen viel mehr den schnellen Ball nach vorne, ja, und wollen nicht unbedingt über das Mittelfeld spielen. Aber man hat auch gesehen beim Kuster, diese Slapstick-Aktion, war auch der Platz schuld teils. Aber ja. Aber jetzt sagt die Kübauer, sie können diese Struktur nicht auf den Rasen bringen, weil eben der Boden so schwierig war. Welche Struktur erkennst du? Bessere Struktur als was es war, aber noch nicht, dass man sagt, das ist eine spielerische Mannschaft, die spielt Mattersburg jetzt von links nach rechts und Gema, na, das nicht, da bin ich nicht seiner Meinung. Dann hätte man vielleicht in der Halbzeit reagieren müssen und muss man das Spiel, die Spielstruktur umändern. Da muss man viel mehr mit der langen Ball hantieren und den zweiten Ball im gegnerischen Hälfte von Mattersburg bekämpfen. Hätte man das vielleicht machen müssen. Jetzt sind die Rapidler so gut ins Frühjahr gekommen, der Erfolg gegen die Salzburger, dann das tolle Spiel gegen St. Pölten. Jetzt dieser Dämpfer, welche Erklärung hast du dafür? Naja, natürlich ist das ein Dämpfer, weil wir haben schon geredet, du hast es schon richtig gesagt, die haben schon Selbstvertrauen gehabt. Ja? Und jetzt zählt nur eins. Die Tabelle. Und wir werden dann die nächsten 5 Spiele noch sehen, wie die Tabelle ausschaut. Aber dadurch, dass sie nicht gewonnen haben, wird sie von der eigenen Tabellenplatz nicht viel ändern. Und sie waren Siebter bis dahin. Ja, da deutet vieles darauf hin, dass sie jetzt Schützenhilfe brauchen am alles entscheidenden nächsten Spieltag. Ja. Dann von der Wiener Austria hätten sich wahrscheinlich auch nicht viele Grüne gedacht am Anfang. Das ist so, dass sie einmal dem Erzrivalen die Daumen drücken. Das glaube ich, haben nicht viele auf dem Plan gehabt. Aber es ist unglaublich, dass man überhaupt über das noch redet bei den ersten 6. Aber das ist live. Das ist Fußball. Und es macht die Liga unglaublich spannend. Ja, was denkst du, was wären die Konsequenzen? Sollte Rapid tatsächlich nicht in die Meistergruppe kommen? Ja, dann müssen sie sicher nach Innsbruck, dann müssen sie sicher nach Altach, dann müssen sie vielleicht nach Mattersburg wieder. Ja, ich weiß nicht, ob die Rapid-Fans das auch auf ihre Wunschliste gehabt haben zu Weihnachten, beim Weihnachtsgeschenk. Das ist hart, aber die Tabelle lügt nicht, hat mir einmal einer gesagt. Der Kretschmann von der Wiener Austria hat immer gesagt, die Tabelle lügt nicht. Und er hat recht, die Tabelle lügt wirklich nicht. Absolutes Einspiel damit es für die Rapidler am nächsten Spieltag. Gegen Sturm. Wie sehr zittern da schon? Gegen Sturm, sage ich, gegen Hartberg. Genau. Wie sehr zittern da schon die Knie? Ja, natürlich fürchten sie nicht Hartberg, aber sie werden... Auch im Hinblick dann auf mögliche Auswirkungen, die es geben kann für die Rapidler. Sie haben im Cup, glaube ich, 5-2 gewonnen gegen Hartberg. So, sie wäre groß genug, um Hartberg zu schlagen.
Aber ja, ich sage mal, weißt, Fußball ist überhaupt in dieser Saison, wo Rapid kein überzeugender Leistung erbringt, wo Vereine wie Sturm kämpfen ums Überleben, bei die ersten sechs zu sein. Austria Wien kämpft. Auf einmal ist St. Pölten Zweiter und LASK ist top. St. Pölten ist jetzt mittlerweile Dritter. Die Liga spielt verrückt. Spannend für uns. Ja, natürlich. Aber jetzt die letzte Runde, diese Runde noch, bei den nächsten fünf Spielen und dann der letzte Runde. Da wird es richtig krachen, ja. Also bei Rapid nach wie vor Feuer am Dach. Hast du irgendeine Erklärung, wie es dann danach weitergehen soll? Oder eine Vermutung, was bei den Grün-Weißen alles passieren muss? Ja, man hat den Trainer mal geopfert. Und wenn man es jetzt nicht schafft, dann ist dieser Schachzug, Trainer weg, neue Trainer her, einmal nicht aufgegangen. Punkt. Wer ist dann zuständig? Wer hat den Trainer geholt? Wer hat diesen Trainer geholt? Müssen wir alles analysieren. Es gibt nicht nur immer Trainer, die schuld sind. Ja. Es gibt andere Architekten in einem Verein. Es gibt einen ganz großen Architekt, der ganz oben ist. Der heißt Präsident, der mit seinen Vorstandsmitgliedern lenkt und vielleicht auch denkt. Da gibt es einen Sportdirektor, da müssen wir die auch einmal bei die Ohren nehmen. Und unabhängig jetzt, ob es tatsächlich noch die Meistergruppe wird oder halt dann die Abstiegsgruppe, könntest du dir vorstellen, dass in der nächsten Saison sich bei Rapid ja, ganz, ganz viel ändert? Ja, ich weiß nicht, was Rapid für weiteren Weg gehen will, aber wenn Rapid wieder Rapid werden will, das spielst du immer um Platz, sag ich mal, Vizemeister mindestens Ziel, ja, da musst du auf der Spielersektor jetzt endlich einmal ein paar Spieler holen, die auch der Rapid-Geist hätte, von der Qualität her. Und da musst du einfach den Kübauer Mannschaft geben, mit denen er auch richtig angreifen kann. Diese Mannschaft ist jetzt okay, von der Wille her, aber nicht von der Qualität, um Fußball zu spielen. Gerne natürlich auch die Einladung an Sie. Schreiben Sie gerne mit anpfiff@oe24.at. Schafft es den Rapid noch, ja oder nein? Ihre Meinung, Ihr Input ist natürlich gefragt. Wir sind gleich wieder bei Ihnen. Dann schauen wir auf die Salzburger, unter anderem mit dieser Szene und natürlich, wie Sie die bittere Niederlage gegen Napoli verkraftet haben. Wir haben gleich für Sie das Spiel Salzburg gegen Sturm Graz. Also bleiben Sie bei uns. Bis gleich. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Alle Spiele, alle Tore immer für Sie am Sonntagabend von 22 Uhr bis Mitternacht. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei Anpfiff. Natürlich live und exklusiv für Sie im Free TV. Ja, Frankie. Salzburg am Donnerstag, eine bittere Niederlage gegen Napoli, dieses 0:3. War es dann doch eine Nummer zu groß oder täuscht das Ergebnis ein wenig? Nach den letzten Viertelstunden täuscht es ein bisschen, weil da hätte Salzburg ein oder vielleicht sogar zwei Tore machen können. Und dann ist eine Riesenchance. Richtig, aber in Anfang habe ich Salzburg noch nie so ängstlich gesehen. Ja. Überhaupt in der Defensive. Man hat die Stürme Mertens und Milik nie im Griff bekommen und man war einfach in die Zweikämpfe nicht präsent. Ganz überraschend Leiner und auf der anderen Seite Ulmer sehr defensiv, ängstlich, nicht bereit, um richtige Wege nach vorne zu machen, ihre Stärke auszuspielen. Ja, dann kann man sagen, am Ende Schluss nicht eine ganze Nummer, eine halbe Nummer zu groß. Und nach der Europa League heißt es also wieder zurück in die Meisterschaft und damit ist es Eurofighter trifft auf Wackelkandidat. Und Rotation pur, das Motto bei Marco Rose. Hier ist die Aufstellung der Salzburger, Frankie, und da fällt auf, da gibt es gleich fünf Veränderungen. Ja, das einzige richtige Ferry. Weil am Donnerstag ist natürlich das Retourspiel und ja, die Hoffnung stirbt zum Schluss. So, man probiert noch, aber natürlich diese Mannschaft mit Minamino vorne, Gulbrandsen, Janusovic, ja, was soll ich über diese Mannschaft sagen? Die mischt die Liga schon auf, ja. Spielen sensationell, der gesamte Kader, auch mit Marco Rose, so, ja, sollte gegen Sturm gewinnen können. Punkt. Ja, Sturm ist natürlich ganz gewaltig unter Druck. Ja. Ist es ein Druck, der möglicherweise dann zu viel ist? Hier ist die Aufstellung von Roman Melich. Ich glaube, dass der Roman Melich überhaupt, der hat das erste Spiel in Mattersburg ein Unentschieden gemacht, dann hat er verloren gegen LASK. So, er muss wieder auf seine Defensive schauen. Er ist froh, dass die Hilländer wieder zurückkommt, sein Kapitän. Sonst bleibt sein System gleich. Ein 3-4-3 wird natürlich mit einer schnellen Etze und Gittes, Willi und Huschbeck steht zwar da als Mittelstürmer, aber ist natürlich
ein Mittelfeldspieler. So, ich sehe eher ein 3-5-2. Und ja, dann will man erst gut stehen, heißt diese Devise. Sehr kompakt stehen und dann mit schnelles Umschalten auch zu seinen Möglichkeiten kommen. Ja, und in der Liga sind die Salzburger nach wie vor ganz klar und dominant auf Meisterkurs. Sturm Graz ist allerdings ein Wackelkandidat, gerade was diese Ligateilung betrifft. Für Sturm gibt es in Salzburg ein kleines Finale. Zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs drohen die Steirer noch ins untere Playoff abzurutschen. Derzeit trennt die Blackies ja nur ein Punkt vom Strich. Die Sturmanhänger, die sind guter Dinge, dass man hier bestehen kann. Doch die Salzburger, die sind seit 27. November 2016 daheim ungeschlagen. Das sind unglaubliche 38 Ligapartien. Roman Melich, ja, der blickt noch ein bisschen skeptisch rein. Er weiß, seine Mannschaft muss bestehen. Und er, Marco Rose, der feiert sein 100. Pflichtspiel als Salzburg-Coach. Und er möchte hier auch bestehen. Hinein gleich in die Partie. Die erste Möglichkeit hier für die Salzburger Minamino. Sein Schuss wird aber noch im letzten Moment hier abgeblockt. Da sehen wir, Sturm verliert hier den Ball. Dann wird Minamino gesucht. Und dann ist es Koch, der im letzten Moment rettet. Weiterhin die Salzburger, 14. Minute. Wepo hier auf Minamino, der Japaner, viel zu sehen, und Siebenhandel fährt hier den Fuß aus und kann retten. Blitzschnelle Reaktion des Sturmtorhüters und er verhindert hier den Gegentreffer. Dann die Grazer auf der Gegenseite. 16. Minute, Mensah hier auf Kiteschwili und dessen Schuss wird hier noch abgelenkt. Ja, er ist natürlich nicht zufrieden, dass das nicht geklappt hat. Und dann weiterhin die Grazer im Vorwärtsgang. Hier dieser Schussversuch geht aber auch drüber. Von Ese keine Gefahr, weit über das Kreuzeck. Dann die Salzburger Ramaglio. Versucht sie aus der Distanz, aber Siebenhandel ist auf dem Posten. Weiterhin die Salzburger. Nächste Möglichkeit hier. Wieder wird der Ball abgelenkt und die Salzburger versuchen gefällig zu spielen, versuchen nach vorne zu spielen, aber oftmals ist da ein Bein dazwischen, in diesem Fall Spendelhofer, der klären kann, und Sturm verteidigt hier das 0:0. Dann die Salzburger über die rechte Seite, einmal mehr ist es Minamino und diesmal geht der Ball aber nur ans Außennetz, da kommt die Sturmverteidigung zu spät, Siebenhandel ist noch dran mit den Fingerspitzen, wie wir in dieser Zeitlupe auch sehen. Toll gemacht vom Sturmtorhüter. Und Minamino, der hier eine Großzahl von Torchancen vorfindet, scheitert auch in dieser Situation. Ein ganz exzellentes Zuspiel war das, wie wir in der Zeitlupe gleich sehen wollen, werden von Samaseko und Minamino vom Elfmeterpunkt vorbei. Koch wäre auch noch da gewesen. Ja, es geht torlos in die Pause. Die Salzburger könnten ja den Uraltrekord von Innsbruck aus dem Jahr 1982 bis 84 einstellen. Damals waren die Tiroler 39 Ligapartien daheim unbesiegt. In den zweiten 45 Minuten flacht das Spiel ein bisschen ab. Die Salzburger versuchen es immer wieder mit dem Spiel nach vorne, aber dann ist ein, zwei oder auch drei Sturmbeine sind hier dazwischen und verhindern Schlimmeres. Immer wieder wird hier Minamino angespielt, doch die Sturmdefensive, die steht sehr, sehr eng. Man hat sich hier vielleicht ein bisschen auch von Napoli etwas abgeschaut. Spendelhofer und Co. sind da oftmals der Sieger. Dann gibt es hier Freistoß. Junosovic dann, der diesen Freistoß ausführt. Riesenmöglichkeit hier, aber das wäre auch abseits gewesen. Und dann wieder Junosovic. Siebenhandel ist auf dem Posten. Und dann die Grazer mit ganz, ganz wenigen Kontermöglichkeiten. Dieser Schuss, ja, der zählt nicht einmal für die Statistik. Der geht weit vorbei von Jakob Jantscher. Hier Länder. Koch schaltet sich auch ins Offensivspiel ein. Und dann daneben. Eckball für die Salzburger. Ramaglio. Handspiel oder nicht, ist die Frage. Der Schiedsrichter entscheidet hier sofort auf Elfmeter. Hier Länder hat die Hände hier schützend vor den Körper gestellt. Ja, knifflige Situation. Dabur, was macht er da, um Gottes Willen? 71. Minute war das Foul und in der 73. dieser Elfmeter. Heute ist ja der Tag der Großartigkeit und der Mann, der denkt, er ist sehr großartig, so überheblich. Unglaublich lässig, wie er hier abzieht. Das kann man sich leisten, wenn man Zidane, Pirlo oder auch Panenka heißt, aber nicht, wenn man Dabur ist.
Eine wirklich ganz, ganz schlechte Wahl, die er da getroffen hat. Salzburg hat er an diesem Tag auch gewählt. Sturm dann noch mit einer großen Möglichkeit. Vielleicht werden die Salzburger bestraft. Nein, es bleibt hier bei der torlosen Nullnummer. Marco Roses 100er wird nicht in die Geschichtsbücher des Salzburger Fußballs eingehen. So viel ist jetzt schon klar. Keine Treffer, also dieses Mal in Salzburg. Frankie, du schmunzelst. Deine erste Reaktion, dein erster Gedanke nach diesem Elfmeter? Nein, das Wort überheblich hatte David Hermann-Meng richtig analysiert, weil das war mehr wie überheblich. Hm. So schießt einen Elfmeter, der nächstes Jahr nicht mehr in Salzburg spielt, der bei Valencia spielt mit ein paar Millionen aufs Konto, weil da hätte er mir bei 0-0 schießt man den mit mehr Biss, mit mehr Wille und so weiter. So lässig nicht. Wie glücklich war der Punkt für Sturm Graz? Mehr wie verdient. Hm. Natürlich, das war auch Pech mit Hillenders, ein Elfmeter, da kann man die Partie verlieren. Aber sie haben super verteidigt, sie sind gekommen um einen Punkt und fahren nach Graz mit einem Punkt. Und ja, jetzt werden wir sehen, wie, was Sturm noch braucht, um auch bei die ersten sechs zu kommen. Weil ob ein Punkt nächste Woche reicht, ins Heimspiel gegen die Wiener Austria, werden wir dann später sehen, laut Tabelle. Aber man hätte natürlich mit einem Sieg sehr viel Gutes gehabt. Ja. Kann natürlich noch sehr, sehr knifflig und sehr dramatisch werden. Wir schauen sehr gerne drauf, auf die Elfmetersituation, so ist das Ganze entstanden. Ja, es ist erst einmal die Ecke, wenn man den so weit da hinspielen kann, ohne dass da ein Sturm gerade spielt. Das ist die Fehler von Sturm, der erste Fehler. Aber ich sage, ja, 20 Schiri, 15 geben ihm, 5 sagen nein. Mhm. Aber ich hätte ihm auch eher gegeben. Ja, überhaupt eine Woche, wenn wir so denken, auch an die Champions League, eine Woche der strittigen Elfmeterentscheidungen. Ja, und dann der von dir angesprochene Munas Tabur, ja, gedanklich vielleicht gar nicht mehr so hundertprozentig in Österreich. Nein, aber jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber er schießt eh so viele Tore. Ja, aber jetzt wäre es mit dem Tor hätte er 3 Punkte seine Mannschaft gebracht. Ja, das ist auch so. Das kann keine Entschuldigung sein, dass er eh schon viele Tore geschossen hat. Da muss er mehr Colores in der Hand haben. Ja. Mehr Eier in der Hose. In deiner Kolumne in der Tageszeitung Österreich schreibst du, die Sturm Graz-Fans tun dir schon ein wenig leid. Tun sie dir nach dieser Partie noch mehr leid? Naja, weil sie müssen wirklich die Nerven werden strapaziert. Ja? Sie müssen jetzt nächste Woche gegen die Wiener Austria gewinnen, um bei die ersten sechs zu sein. Und ich glaube, dass Sturm Graz ganz andere Ansprüche gehabt hat. Darum tun es mir leid, weil die haben so tolle Fans, kommen auswärts mit. Auch in Madersburg waren 2000 Grazer. Dann spielst du ein mageres Unentschieden. Vielleicht ungerecht für Madersburg, weil die gewinnen dürfen, auch gegen Rapid da haben. Aber nichtsdestotrotz, Sturm will bei den ersten sechs dabei sein. Und sie sind noch nicht echt so stark, dass ich sage, ja, die müssen bei den ersten sechs dabei sein. Die Fans Roman, schon. Ja, hat denn Roman Melich so einen magischen Zauberschlüssel, der dann noch die Tür ins Meisterplayoff öffnet und aufsperrt? Naja, aber durch seine ersten magischen Handlungen hat er es einmal geschafft, dass die schwache Leistung unter Vogel zum Schluss jetzt einmal wieder korrigiert sein. Ja? Und jetzt hat man die Fans wieder Hoffnung. Aber dass sie auf der letzten Runde warten müssen, dass sie es definitiv haben, dann tun sie mir leid. Also da ist nach wie vor extrem viel Prickeln mit dabei und großes Zittern, viel Aufregung, also bei den Fans von Sturm Graz. 2-3 Sätze noch ganz kurz über Salzburg, bevor es dann die Aufgabe Napoli gibt im Rückspiel. Gibt es noch das ganz große Wunder, die Sensation, oder ist es vorbei? Es gibt schon Sensationen, das wissen wir, ja? Aber die erste Hälfte, ja, die war in Napoli so schwach von Salzburg. Die haben mir keine Hoffnung gegeben. Die letzten 10 Minuten, 4 Stunden, das eine Tor hat man gebraucht. Ja? Dann mit Gulbansen, weiß der Wolf. Aber da war Salzburg, das war nicht echt Salzburg international, wie man sie gewünscht hätte. Aber du hast es auch schon richtig gesagt. Vielleicht waren die anderen nicht eine Klasse, aber eine halbe Klasse zu stark. Und da musst du auch ehrlich sein, da musst du sagen, verloren, weil die waren besser. Welche Erklärung hast du dafür, dass sie gerade die erste Hälfte eigentlich sich zum Teil unter Wert verkauft haben? Ich glaube, das haben wir wieder da. Wir sind alle Menschen und ich glaube auch die Salzburger Kicker, trotz den Durchfahrt durch unsere Liga, sind nur Menschen, haben Nervosität gehabt, ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst und auf einmal ist der Rucksack voll und der wird immer schwerer und dann gehen die Beine nicht mehr so schnell und dann weißt du auch als Trainer, hey, heute läuft's nicht so.
Heute habe ich nicht so die richtige Motorik in der Mannschaft. Ja, und dann spielst du gegen Jungs, die auch öfters trainieren in Italien, die mit Juventus den Titel ausspielen. Ja. Die können schon ein bisschen kicken, und dann verlierst du. Kann passieren. Mhm. Und Frankie, wir kommen wieder zurück in die österreichische Fußball-Bundesliga. Sie sind in Kürze dann bei der Wiener Austria. Ja, die haben den Matchball am Fuß. Es geht gegen den Tabellenletzten, gegen die Jungs aus Alltag. Sie können aber jetzt schon vorzeitig alles klar machen und sich den Platz in der Meistergruppe fixieren. Wie es denn verlaufen ist, in Kürze für Sie die Auflösung. Damit bis gleich bei Anpfiff. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Ihre Fixsendung immer am Sonntagabend, 22 Uhr bis Mitternacht. Alle Spiele, alle Tore aus der österreichischen Fußball-Bundesliga und das natürlich für Sie auf OE24TV. Frankie, wir sind am Verteilerkreis in Wien Favoriten für die Veilchen. Eine klare Angelegenheit. Ja. Was die Meistergruppe betrifft oder doch auch so ein wenig zittern wie bei sämtlichen anderen Kandidaten? Es hängt natürlich auch von anderen Ergebnissen ab. Bei der Austria ist es leicht, wenn man selber seine Hausaufgabe erfüllt, ist man sicher in der Gruppe. Alles andere, wenn Alltag gewinnt und hinter Austria Wien passiert auch was Geistermäßiges, dann kann es noch einmal richtig geistern am Verteilerkreis. Aber sie müssten einmal selber alles in der Hand haben. Ne? Ja, der Tabellenletzte ist also bei den Wienern zu Gast, die den Matchball haben auf die Meistergruppe. Und das ist schon einmal die Aufstellung der Wiener Austria. Frankie, da sehen wir gleich einmal zwei Veränderungen. Scheußengeier und Thurgemann neu in der Startelf. Ja, Thurgemann ist letzte Woche reingekommen und hat dann noch sein Tor geschossen. Von denen hat man natürlich große Erwartungen. Und Scheußengeier muss natürlich der gelb gesperrte Igo ersetzen. Aber Madl und Scheußengeier kennen sich, einer von Sturm Graz, und sind damit eingespielt. Austria sollte Selbstvertrauen getankt haben, spielt zu Hause gegen der Letzte auf der Papierform. Müsste man gewinnen. Ja, die Altacher kommen mit der roten Laterne. Die haben sie von der Admira am letzten Spieltag übernommen. Gibt gleich drei Veränderungen bei den Altachern. Durchaus ganz interessant. Ein Ex-Austrianer mit Meilinger. Ja. Neu mit dabei. Schneller Spieler, der im Konter natürlich seine Qualität hat. Ja, natürlich der Zellhofer, der Sportdirektor, nimmt viel mehr Verantwortung, setzt sich auf der Bank. Und das ist auch notwendig gewesen, mit aller Respekt für Trainer Grabherr. Aber man hat gesehen, die Mannschaft folgt und nicht. Man sieht ja auch beispielsweise Netzer wieder in der Zentrale bei Grabherr zum Schluss, weil der ganz links gegen die Admira, das war kein Erfolg, hat man dann auch das Spiel gegen die Admira verloren. Ja, und jetzt eigentlich als Tabellenletzter hat man nur eine Hoffnung, dass man einen Punkt mitnimmt. Ja, die Wiener Austria hat zuletzt 4:2 gewonnen gegen die Hartberger, also voll gepunktet. Dann dürfte ja in diesem Spiel eigentlich gar nichts mehr anbrennen. Alex Nausen hat für uns die Highlights. Die Veilchen können heute die Quali für die Meistergruppe fix machen. Der Trainer Thomas Lesch, der ist zufrieden mit Tabellenplatz 3. Übergangstrainer Luisa bei den Altachern hat nichts zu verlieren. Die Austrianer von rechts nach links in Violett, die Altacher ganz in Weiß, und ab geht die Post. Gleich von Anfang an hohes Tempo beider Mannschaften. Die fünfte Spielminute, Gestochere im Austria-Strafraum und Tor. Marco Meilinger. Berisha setzt sich auf der linken Flügelseite gegen drei Austrianer durch, geht dann problemlos an der Torlinie. Und zwei Gegenspieler, an denen geht er vorbei. 1-0 für Altach. Die Wiener Austria macht Druck. 12. Spielminute, will hier schnell wieder ausgleichen. Der Ball in die Mitte, Tor durch Breit Edomoni. Der schnelle Ausgleich für die Violetten. Auch diesmal geht dem Treffer ein Fehler der Hintermannschaft zuvor. Zech mit dem unfreiwilligen Zuspiel gleich auf Thurgemann. Der schiebt den Ball kurz noch an die Stange, aber Edomoni schiebt zum 1:1 ein. Nach derzeitigem Stand wäre die Austria fix in der Meisterrunde mit dabei. Schüre Schittgruber. Bisher mit einer fehlerfreien Partie, war aber auch nicht viel zu richten. Wenig Torchancen die ersten 20 Minuten dann. Bis zur 22. Spielminute, wieder Fehler, Patzer in der Hintermannschaft. Was war denn das hier? Philipp Netzer mit dem 2:1 für Altach.
Ein Flankenball von Nutz landet am zweiten Pfosten bei Berisha. Das war dann eine Kooperation mit dem Austrianer Grünwald, das Leder irgendwie im Netz. 2:1 aus Sicht der Altacher. Philipp Netzer trifft. Beide Teams sind dann in weiterer Folge gut in der Partie, wenngleich die Austria vielleicht ein wenig mehr riskiert, aber die Altacher, die führen. 45 Minuten gespielt, endlich wieder mal schöner Angriff über den linken Flügel. Grünwald mit idealem Flankenball auf Alon Turgemann, der die Kugel nur knapp am Gehäuse vorbeischiebt. Da war sie, die Riesenchance zum Ausgleich. 2:1 führen die Altacher, das Tabellenschlusslicht hier gegen die Wiener Austria. Nach 45 Minuten. Tja, mit diesem Halbzeitergebnis hätte definitiv niemand gerechnet hier in der Generali Arena. Da hat schon erste Pfiffe auch gegeben der Austria-Fans. Durchgang Nummer 2. Kann Thomas Letsch noch einmal seine Mannschaft ordentlich fordern, dass man hier in die Gänge kommt? Die erste Möglichkeit, die gehört Altach. Aber der Schuss von Karic wird von Klein abgefälscht. Eckball, der aber nichts zur Folge hat. Bis zur 61. Minute dauert es dann, bis auch die Wiener Austria wieder mal einen Abschluss hat. Grünwald kommt hier an den Ball, versucht sich aus 25 Metern, verfehlt den Kasten von Kobras, aber nur knapp. Dann schläft das Spiel ziemlich ein. Bis zur 71. Minute Tor von Berisha, allerdings stand er beim Abspiel. Wir sehen es gleich. Knapp, ja wirklich nur 1-2 Zentimeter im Abseits. Das war eine ganz, ganz knappe Geschichte. 83. Spielminute. Gefährliche Flanke von der linken Seite. Kobras mit dem Schnitzer, aber Sachs kann das nicht ausnutzen. Derzeit wäre die Austria in der Meistergruppe. Demnach, da heißt es noch einmal 5 Minuten Vollgas geben aus Sicht der Violetten. 90. Spielminute. Manfred Fischer, hier kommt an den Ball. Dribbling gegen 3-4 Austrianer und dann muss Penz, der Torhüter, eingreifen. Elfmeter. Ganz klare Geschichte. 90 Minuten gespielt. Manfred Fischer, er tritt selbst an und macht das 3:1. Die Partie ist damit entschieden. Und Sie hören die Pfiffe im Hintergrund der Austria-Fans. 3:1, der Tabellenletzte. Verpasst der Wiener Austria hier quasi eine Packung. Dementsprechend sauer sind die Fans der Wiener Austria auf die Mannschaft. Viele, viele Pfiffe in der Generali Arena. Thomas Letsch, dem kann es eigentlich egal sein, denn die Wiener Austria ist fix in der Meisterrunde. Auch wenn das hier deutlich dramatischer war, als es sich die meisten Fans an diesem Sonntagabend erwartet und erwünscht hätten. Die Wiener Austria verliert im eigenen Stadion gegen den Tabellenletzten, Frankie, mit 1:3. Dennoch in der Meistergruppe mit dabei. Was geht dir da als Spieler in der Kabine durch den Kopf? Ja, es ist unglaublich, wenn du dann hörst, hinter mir haben sie eh nicht die Punkte geholt, dass sie uns noch in Bedrängnis bringen. Wir haben es geschafft. Ja, du kannst dich trotzdem nicht freuen. Natürlich ist es einmal das Ziel erreicht. Das war das Minimalziel, glaube ich, um bei den ersten 6 einmal dabei zu sein. Aber die Austria ist so schwach unterwegs wie seit langem nicht mehr. Und ich habe vorher gesagt, der Markus Kretschmer, der Chef von der Wiener Austria, hat mich auch und Peter Stöger damals immer gesagt, Tabelle lügt nicht. Ja? Da hat er recht gehabt, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Aber ich glaube, die Tabelle lügt wirklich nicht, weil die Austria müsste normal weiter oben stehen. Und was auch nicht lügt, ist die Leistung am Platz. Weil die sieht man. Und die sind fast katastrophal hin und wieder. Und wir haben es auch im Beitrag gesehen, unzählige Fans, die ganz laut protestiert haben. Und das geht Woche für Woche. Es geht Woche für Woche so. Und das ist ja kein, du kriegst ja keine Kontinuität in diese Kader, in dieser Mannschaft. Und man muss auch den Trainer endgültig stärken oder man muss ihm in Frage stellen. Ja, und viele Fans, die fordern, let's go. Wie lange ist er denn tatsächlich noch Trainer? Das habe ich gemeint. Oder du gibst ihm jetzt, sagst nein, das ist unser Trainer die ganze Saison. Mhm. Weil jetzt kann eh nichts mehr passieren. Sag ich mal, wir sind jetzt bei den ersten 6. Oder du stellst ihm in Frage und baust dann auf eine Spielphilosophie,
Mannschaftstaktik, die sie, glaube ich, selber noch nicht wissen, was sie spielen. Frankie, 4-3 hat es gegeben in diesem Spiel. Wir arbeiten es der Reihe nach auf. Vierte Minute. Marco Meilinger. Frankie, wie kann das sein? Alleine dieser Assist geht er zweimal durch. Ja, dieser Assist ist Weltklasse, weil der geht bei drei Spielern vorbei. Ja. Lass auch den Kapitän stehen da. Ja, das auf der Linie, der tanzt zwar aus und dann natürlich, ja, das Tor ist eigentlich die Vorarbeit, ist das Wichtigste gewesen. Ja. Aber Marco Meilinger mit dem musste man durchstehen. Ersten Treffer ausgerechnet ein ehemaliges Veilchen. Dann aber die rasche Antwort durch Edom Wonyi. Ja, aber der sich dann noch sehr beschwert bei Tourgemann, dass er nicht gleich den Ball bekommt. Statt dass er sich wirklich freut, dass er zumindest das Tor... Allerdings müssen wir auch ansprechen, der Rückpass von Zech, ja, der das Ganze einleitet. Da hätte sicher der Trainer, der Luisen, der Wolfgang Luisen und der Zellhofer haben sich sicher geglaubt, jetzt geht alles wieder schief. Aber so war es nicht, weil Netzer ist ein guter Standardspieler, macht zwar das Tor, das habe ich auch noch nie gesehen, mit dem Oberschenkel, das macht er gut, aber dann drückt er ihm fast mit das Teil, was uns bei uns auch sehr wehtun kann, drückt er ihm über die Linie. Ja, also nach 21 Minuten die erneute Führung, dann gibt es einmal noch große Aufregung im Strafraum, und zwar nach dieser Szene. Große Aufregung, eigentlich nur ganz kurz, weil dann hat der Schiri schon das Pfeifel in den Mund und macht das Richtige, gibt einen Elfmeter. Ja, und damit kront eigentlich das neue Trainerduo seinen Mut für diese Taktik und gewinnen es dann in Wien mit 3-1. Also das ist dann der Schlusspunkt durch Manfred Fischer in diesem Spiel zugunsten der Altacher. Der Tabellenletzte blamiert die Wiener Austria. Ist es sportlich sowas wie eine Bankrotterklärung, die Wiener heute abgelegt haben? Ich sehe die Altach, das haben wir immer gesagt, Ferri. Altach nicht so schlecht, dass sie letzte sein müsste, aber sie waren es. Sie waren verunsichert. Sie haben ein neues Trainersduo, die gibt wieder neuen Mut. Aber die Wiener Austria, jede Woche reden wir darüber. Das ist nichts. Letzte Woche gute Kampfleistung mit 10 Mann gegen Heidberg, 4-2. Aber wenn man richtig ins Spielen kommen muss, geht nichts. Das ist ins neue Stadion auch. Es ist kein echtes großes Heimvorteil, was sie alle erhofft haben. Was sagen die Trainer zu diesem heutigen Match? Hier sind für Sie die Stimmen bei der Pressekonferenz. Ich glaube nicht, dass Altach ein Top-Spiel abgeliefert hat, sondern dass wir, und es soll jetzt überhaupt nicht abwertend sein gegenüber dem Gegner, aber dass wir natürlich heute über 90 Minuten alles vermissen haben lassen, um was es geht. Wir haben von Anfang an waren wir zu passiv, waren wir zu schläfrig, haben die Zweikämpfe nicht angenommen, wo sich ein Spieler von Altach dazwischen wirft, haben wir es nicht gemacht. Und umgekehrt, bei eigenem Ballbesitz waren wir viel zu mutlos und haben unterm Strich eine katastrophale Leistung abgeliefert. Und ja, im Grunde kann man nichts anderes sagen, als sich bei allen im Stadion zu entschuldigen für den Auftritt, den wir heute hingelegt haben. Muss man jetzt nicht auch die Routiniers ein bisschen in die Pflicht nehmen? Matic zum Beispiel, der vor 2 Jahren bei Sturm noch eine sensationelle Halbsaison gespielt hat. Florian Klein, Teamspieler. Da ist irgendwie keiner dabei, der jetzt wirklich einmal sagt, oder das Zepter an sich reißt, die Verantwortung übernimmt. Ist täuscht der Eindruck? Oder? Ja, ich werde den Teufel tun und jetzt über einzelne Spieler hier sprechen oder das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie machen. Fakt ist, wir haben letzte Woche als Gesamtes das Spiel gebogen und haben heute als Gesamtes, sage ich bewusst, Mannschaft, Trainer, Team, alle zusammen haben wir das Spiel verloren. Und da sind jetzt nicht Einzelne gefordert, sondern wir alle sind gefordert. Und es geht logischerweise bei mir selber los, dass ich hinterfrage, was haben wir im Vorfeld falsch gemacht, was hätten wir anders machen können. Und davon gehe ich aus, dass das jeder der Beteiligten macht, das ist klar. Ja, also das der Austria-Trainer Thomas Letsch in der heutigen Pressekonferenz. Erkennst du denn eine Handschrift des Austria-Trainers? Welche Handschrift? Nein, aber ich mag ihn. Er ist sympathisch, ja? Sehr, sehr offen. Aber jetzt erwähnt er wieder, seine Mannschaft spielt mutlos. Mhm. Seine Mannschaft spielt katastrophal, hat er zweimal erwähnt. Aber er ist der Trainer, er ist der Chef. Da muss er ein paar bei die Ohren nehmen, da muss er ein paar am Arsch treten, weil das geht nicht anders. Weil, wie kann das sein, jetzt machen es vielleicht wieder das dritte, vierte Mal nicht, was er vorgegeben hat.
und spielen mutlos. Wenn ich bei der Wiener Austria spiele, kann ich nicht mutlos spielen. Ich spiele bei einer der größten Vereine in Österreich, ein Traditionsverein, ein Topverein. Und da kann ich nur hin und da muss ich Mut haben. Ja, weil bei den Vertragsgesprächen haben sie alle viel Mut. Ja. Ja, das ist so. Aber mir tut er jetzt leid, aber für mich ist das ein... Eigentlich sticht er sich selber jetzt in der Brust, weil das ist... Er sagt katastrophal, mutlos, die Spieler wollen nicht. Ja, aber er ist derjenige, der denen das beibringen muss. Mhm. So, er kritisiert eigentlich sich selber auch natürlich. Ja. Die Wiener Austria ist dennoch fix für die Meistergruppe qualifiziert. Was spricht letzten Endes jetzt doch noch für einen Trainerverbleib? Ja, es ist für einen Wechsel? Es ist schade, dass wieder dann Spieler, die viel Geld verdienen, verantwortlich sind, dass ein Trainer dann einmal wieder gehen muss. Ja? Mhm. Weil so schlecht kann der letzte nicht sein oder sein Trainerteam. Ja? Die haben ein gutes Know-how. Aber es sind die Spieler, die die Musik spielen müssen auf dem Rasen. Ja? Wenn ich einen Wunsch sehe, beim 1-1, statt dass man sich freut, geh mal und schnell den Ball aus dem Netz holt. Weil wir wollen den Alltag schlagen mit 4-1. Mhm. Nein, fangen zum Raffen an. Das ist alles so dumm, weißt du? Das ist alles so naiv. Und Austria Wien ist derzeit eine Mannschaft mit vielen verschiedenen Charakteren, die nicht zusammenpassen. Ganz viele Baustellen bei der Wiener Austria, auch wenn jetzt dieses Ticket für die Meistergruppe fix ist. Frankie, wir sind in Kürze wieder zurück, dann geht es weiter direkt in der Oststeiermark. Auch da ist sehr, sehr viel Spannung mit dabei beim Spiel Hartberg gegen den WAC. Wir haben in Kürze für Sie alle Highlights, also damit bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Sie genießen das Wochenende und am Sonntagabend von 22 Uhr bis Mitternacht sehen Sie dann bei uns alle Spiele, alle Tore, die Highlights aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Frankie, wir sind in der Oststeiermark angekommen, Hartberg gegen den WAC, unser nächstes Spiel. Wird es ein Duell auf Augenhöhe? Schaut so aus. Hartberg ist noch nicht richtig durchgestartet jetzt. Sie waren vor der Winterpause viel besser drauf. Nach der Winterpause stoppt ein bisschen. Aber ja, Ilse kennt natürlich Hartberg, hat große Erfolge gefeiert. Das ist das erste Mal, kommt er wieder auf seine alte Erwägungsstätte. Schauen wir mal, wie er seine Mannschaft wieder formiert hat. Ich glaube, das System wird gleich sein, aber vielleicht hat er was Neues. Und auch in dieser Partie geht es natürlich noch um die begehrten Tickets, Meistergruppe oder Abstiegsgruppe. Daher Hochspannung in der Oststeiermark. Und das ist schon einmal die Aufstellung der Hartberger. Frankie, am Anfang war es lange Zeit ein richtiges Sensationsteam. Wie viel ist noch über von dieser Sensation? Weniger, weil die Frische fehlt, das Unbekümmerte fehlt. Und natürlich der Druck ist dazugekommen. Das haben wir eh schon ein paar Mal gesagt, Ferri. Sie haben auf einmal auch gerochen an die Platz bei den ersten sechs. Und ist immer noch möglich, aber ist natürlich schwer. Ich habe seit letzter Woche, sage ich, Jungs, wenn es meinen Rat braucht, aufpassen, ich spüre es gegen den Abstieg. Weil mit der Halbierung, noch einmal, sind sie dann auch gleich wieder dabei. Heute probiert Markus Schopp natürlich wieder mit Rap links, Flecke rechts, ein bisschen mehr Kreativität über die Seite, mit Einstürmen. Vorher hat Sanogo da gespielt. Und sonst soll die Mannschaft aus der Defensive wieder besser dastehen, weil sie kriegen zu viele vermeidbare Tore. Und Schubert als einzige Solospitze, dagegen die Aufstellung des WAC. Und da fällt auf, keine Veränderung, alles gleich. Vieles bleibt gleich. Natürlich Friesenbichler und Gonta spielen vorne. Ja, sonst Lindl ist noch nicht echt in Form. Ich weiß nicht, manchmal geht es von selber, sagen wir in der Fußballbranche. Aber bei ihm geht es noch nicht. Er ist noch nicht der Spielmacher, den man kennt von vor der Winterpause. Ja, und sonst, System ist gleich. Sie müssen auch aufpassen, weil sie brauchen noch Punkte, um sicher bei der ersten Sechser dabei zu bleiben. Und nach der 0:3 Klatsche gegen die Salzburger sollen jetzt wieder Punkte her. Hier ist der Spielfilm für Sie zu dieser Partie.
Christian Ilzer, der tritt gegen seinen Ex-Club an. Bei Hartberg hat er ja 6,5 Jahre verbracht und hat diese Mannschaft auch in die Bundesliga geführt. Sein Ziel war bei Amtsantritt klar, nämlich mit dem WAC. Er will in die Meistergruppe kommen. Es wird ein schwieriges Unterfangen. Ja, kalte Temperaturen. Beide Mannschaften freuen sich. Auch die sympathische Präsidentin von Hartberg fiebert diesem Spiel entgegen. Und dann geht es auch schon los. Und wir starten hinein in die Partie. Die erste Möglichkeit gibt es bereits da nach wenigen Spielminuten. Und hier scheitern sie. Heute vergibt hier diese Chance. Flanke hier über die linke Seite. Da schauen sie zu. Da wird der Ball noch kurz hinausgeköpfelt. Und dann aus dem Hintergrund ist es ein Schuss. Torhüter Svete lässt den Ball hier kurz abklatschen. Und dann im Nachschuss geht der Ball vorbei. Im Gegenzug dann Corner hier. Und Raswalder, der Kapitän, hat eine Riesenmöglichkeit. Setzt diesen Ball aber über das Tor. Hier sehen wir es noch einmal. Ja, Hartberg ja seit 7 Pflichtspielen ohne Sieg. 25 Gegentore hat man da bekommen. Da würde es auch gut tun, einmal vorne zu treffen. Auf der Gegenseite dann diese Riesenmöglichkeit für den WAC. Aber hier zunächst gescheitert. Es geht allerdings noch weiter hier für den WAC. Die spielen da schön im Mittelfeld. Erkämpfen sich hier viele Bälle. Lindl versucht, Ball kommt scharf in die Mitte und Friesenbichler scheitert hier an Svete. Svete souverän. Immer wieder muss er sich hier auszeichnen. Er kommt viel hier zum Ball und kommt hier auch an den Ball bei dieser großen Möglichkeit. Zuvor schon mit einer tollen Parade hier. Dann weiterhin die Wölfe, die hier munter drauf losspielen. Auch bei diesem Schuss ist er chancenlos, denn hier steht es dann 0:1. Und Wernitznik, der ist der Torschütze. Ein toller Treffer hier aus der Distanz. Da jubeln sie natürlich alle ausgelassen. Und hier sehen wir auch in der Zeitlupe noch einmal, warum das so wunderbar gemacht war. Aus 25 Metern nimmt er sich ein Herz, zieht er ab und dann fliegt der Torhüter da ins Leere. Überhaupt keine Chance hier bei diesem Ball. Perfekt gemacht, über den Goalie hinweg und es steht 1:0. Und dann sind es immer wieder die schnellen Konterangriffe, mit denen man hier zum Erfolg kommen will. Ja, da wird der Ball sogar weitergegeben, wieder ist es Svete und dann der Nachschuss noch einmal. Und ja, da brennt es lichterloh im Strafraum der Hartberger, die sich hier nur mühsam befreien können. Nach 45 Minuten eine mehr als verdiente Führung, das muss man so klar sagen. Und ja, es ist noch alles offen. Hartberg ist ja auf Platz 8 abgerutscht, hat 4 Punkte Rückstand. Und wirklich zufrieden sehen aber auch die Wölfe hier nicht aus. In den zweiten 45 Minuten gibt es dann Gelb-Rot. Hier sehen wir auch den Übeltäter Marcel Ritzmeier, hat erst eine Minute zuvor gelb gesehen und dann fliegt er hier vom Platz. Dann auf der Gegenseite hier, Lattenschuss, die große Reiko-Rep-Show geht los und er rappt dann wenig später gleich noch einmal. Aber zuvor sehen wir hier diesen Lattentreffer von Reiko-Rep und dann eine Minute später diese Aktion. Schauen Sie sich das an, eine richtige Slapstick-Einlage von Kofler. Rep ist da, Riesenmöglichkeit und das ist der Ausgleich, 1:1, Reiko-Rep macht hier seinen 7. Saisontreffer, lässt sich feiern. Das hätte wohl niemand gedacht nach den ersten 45 Minuten. Aber da hat sich der Goalie Kofler richtig angeschüttet bei dieser Aktion. Schauen wir das uns noch einmal an. Da wird der Ball gegeben, zurückgespielt. Kofler, ja, schlägt ein Luftloch. Rep hat alle Zeit der Welt und den lässt er sich, diese Chance lässt er sich nicht nehmen und stellt hier auf 1:1. Patsch! Voll ins Leere und Rep sagt Dankeschön und das ist der Ausgleich. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Eine Möglichkeit gibt es hier noch für die Hartberger. Flecker ist es hier, macht einen Fan glücklich. Der Ball landet hinter der Tribüne, aber das war es dann auch schon. Damit hat es der WRC verabsäumt, sich vorzeitig das Ticket für die Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga zu sichern. Dem WRC reicht zum Abschluss nun ein Punkt gegen die Admira. Hartberg ist bei Rapid zu Gast. Ein
1:1, also damit nach diesen 90 Minuten. Ja, und Frankie, ein richtiges Steirer-Tor in ja. Oststeiermark, das wir miterlebt haben. Ja, genau. Das gehört nur in Kofler alleine, das weiß er. Es ist nicht unbedingt die Runde der Torhüter. Nein. Muss man auch festhalten. Und ja, was wirst du großartig sagen? Er hat schon viele gute Bälle gehalten, aber das darf nicht passieren. Aber auch WRC ist nicht echt im Trab, was ich gesagt habe. In Kärnten, sag mal, ich war 2 Jahre in Kärnten, wenn es läuft, lass laufen. Ja. Aber es läuft nicht. So, es läuft nicht. Es ist immer ein bisschen holprig. Genau. Mhm. Und auch der Lindl hat mal wenig Aktionen wieder gesehen. Ein Flanke auf Friesenbich ist zu wenig. Er muss mehr in das Spiel einkommen. Ja. Ja, und natürlich Ritschmeier mit Gelb-Rot, das tut weh, weil auch nächste Woche gesperrt war. Ein bisschen zu hart, der eine war zu hart. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ein kleines Loch. Ja, und dann diese gelb-rote Karte, die dieses Spiel auch plötzlich noch einmal ganz spannend Natürlich. Für dich gemacht hat. Natürlich, und weil da hast du keinen Druck mehr ausüben können und dann bist du, weil du nicht in Form bist, bist du vielleicht zufrieden mit dem Punkt. Ja. Deswegen zum Endeschluss waren beide zufrieden mit dem Punkt. Christopher Wernitznik mit dem ersten Tor in diesem Spiel, das Ganze nach 36 Minuten, ein richtig sehenswerter Treffer. Du hast alles richtig gesagt, aber schau, was für Platz er kriegt. Er kann ihn herrichten. Huber kommt sehr spät raus, aber er kommt zumindest raus. Das muss man ihm lassen. Aber hier sieht man, da stehen 6 Leute auf einer Linie. Und das darf nicht sein. Das heißt, dass er mit ein Innenverteidiger durchdecken muss, heißt es. Der muss raus. Er muss auf den Mann, ballführenden Mann. Und das war ja der Wernitznik. Aber den muss er mal so treffen. Ja. Und dann Slapstick pur. Ja. Bei diesem Steirer-Tor. Den wollte er direkt über die Back nach Wolfsberg schießen. aber das ist dann anders gegangen. Aber der Rep, man muss aber weiterlaufen, man muss den Torwart unter Druck setzen. Deswegen Kompliment an ihn. Ja. Und dann macht er das, was. Ja, puzzelt er sein Logo. Und ich hoffe, dass er nächste Saison auch noch spielt. Weil meistens die Spieler, die das Logo abpuzzeln, spielen ja später irgendwo anders. Ja, und bei beiden Mannschaften gehen damit Sieglos-Serien in die nächste Runde. Warum holpert es so dahin? Bei Hartberg finde ich das, sagen wir mal, normal. Die habe ich nicht echt viel stärker gesehen. Aber WRC wundert mich. Ja, ich glaube, dass Friesenbich ein anderes Spiel hineinbringt. Das habe ich eh schon ein paar Mal gesagt. Ja. Er ist einfach ein Stürmer, der robuster ist. Und der andere, hilf mir kurz, Orgil, der ist weggegangen, der war mehr der Dynamische, ja, der ist überall, der war lästiger. Ja. Und ja, vielleicht ist über ihm jetzt ein bisschen anderes Spiel zustande gekommen, muss man wieder dran gewinnen. Wie sehr passt denn Friesenbichler in dieses WRC-Spiel? Ich glaub, ist er schon angekommen in der Mannschaft? Ja, noch nicht mit seinen vielen Toren, sage ich mal, aber ich glaube, dass das schon angekommen ist. Erstens kennt er die Leute, kennt den Trainer und das passt schon, aber natürlich... Das Unbekümmerte ist weg. Das Überraschungselement, was mit Origil war, ist ein bisschen weg. Und da müssen sie natürlich aufpassen, weil sie brauchen noch was. Wie viel haben die Hartberger noch vor in dieser Saison? Hartberg, nur kurz zurückschauen. Wo sind wir? Wie viele Punkte haben die hinter uns? Und ja, wieder auf die alte Tugende kommen. Weißt du, die Kraft, die Verbissenheit, die Leidenschaft, die Defensivarbeit, die muss stehen. Und dann wieder vorne mit 1-2 Stürmer so langsam anfangen, dann kommen die Erfolge auch wieder. Weil sie können es, das haben sie schon gezeigt. Und Frenki, wir haben natürlich noch sehr, sehr viel vor in unserer heutigen Ampfiff-Sendung. Wir haben das große Niederösterreich-Derby für Sie noch zwischen der Admira und St. Pölten und natürlich auch alle Highlights zwischen LASK und den Innsbruckern. Also geht in Kürze mit allen Spielen und allen Toren bei uns weiter. Bleiben Sie dran, bis gleich. Große OE24-TV-Bundesliga-Show. Ampfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Was für ein spannendes Fußballwochenende, gleich alle 6 Spiele an diesem Sonntag. Schön, dass Sie weiterhin mit dabei sind. Alle Spiele, alle Tore natürlich auch heute wieder für Sie von 22 Uhr bis Mitternacht auf OE24TV, immer in Ampfiff. Frankie, LASK gegen Innsbruck, das nächste Spiel, Trainerwechsel, einmal mehr in der Liga. Karl Dachsbacher ist weg. Gibt es denn heute schon sowas wie einen Trainereffekt? Ferri, man hat gerade gesehen, das vorige Spiel, Alltag, da ist gelungen. Kann sein, aber der Grumse Thomas hat nur ein Pech.
er trifft auf Lask. Und Lask stelle ich wieder ein halber Glas höher ein als die Wiener Austria. So, es wird verdammt schwer. Wir werden sehen, wie er die Mannschaft taktisch anders bringt, wie der Tagsmacher. Oder auch nicht. Aber ja, wir werden sehen, ob das überhaupt dann auch trifft. Aber Lask ist derzeit für mich Mannschaft der Stunde. Spielt Fußball, spielt Pressing, sind immer fit. Toller Trainer. Ja, guter Verein derzeit. Unglaublich kompakt. Also sehr, sehr schwierig, diese Aufgabe. Also gibt es den großen Trainereffekt, ja oder nein? Und das ist gleich einmal die Aufstellung der Linzer. So sieht das Ganze aus. Frankie, eine Veränderung. Rams Ebner kommt zurück ins Team. Ja, der Rams Ebner war natürlich verletzt und kommt jetzt wieder hinein. Ja, und natürlich bockert jetzt wieder raus. Ja, sonst, ich kann es mir immer noch wiederholen. Gott sei Dank für Lask. Fast immer die gleiche Mannschaft. Immer topfit, die Jungs. Haben natürlich jetzt nur eine Hochzeit, wo sie drauf tanzen müssen, keine Doppelbelastung mehr. So, werden dann auch immer fitter. Und ich bin ja echt noch gespannt, ob sie ein bisschen hinriechen können Richtung Salzburg. Nach dieser Halbierung der Punkte hat man vielleicht noch einmal im Hinterkopf. Gell? Ja. Sie sagen vielleicht, nein, Salzburg ist schon Meister. Ja. Aber vielleicht in der Kabine sagt einer, hey, probieren wir es, warum nicht? Ja, könnte möglicherweise auch das Meisterrennen noch einmal so richtig spannend machen. War gut, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Genau, gar keine Frage. Vier frische Kräfte gibt es auf der anderen Seite bei den Innsbruckern. Ja. Das ist die Aufstellung. Aber was ist anders? Ist einmal das taktische System. Der Tagsbach hat mit der Dreierkette probiert. Hier spielt man wieder mit Viererkette. Mhm. Und Durmus ist ja, ein sehr starker linker Linksfuß. Dedic ist der Mittelstürmer, Horvath rechts. Dieng wundert mich. Auswärts wäre doch der Dieng mit der Schnelligkeit ein Waffen. Aber okay, ein neuer Trainer, neue Chancen für Spieler. Haare nicht dabei. So, man versucht es eher mehr über die Defensive heute. Klare Angelegenheit für den Lask oder gibt es doch diesen Trainereffekt? Hier sind für Sie die wichtigsten Momente zwischen Lask und den Innsbruckern. Beide Teams trennen aktuell fußballerische Welten, auch in der Tabelle belegt mit 23 Punkten Differenz zwischen zweitem und drittletztem. Neo-Teamchef Krumser bei den Tirolern nach dem Dachsbacher Abgang zum ersten Mal auf der Bank. Der Lask braucht 3-4 Minuten, da ist Wacker Innsbruck etwas frecher, um zur ersten Chance zu kommen. Der erste richtige Angriff, der Abwehraufreißer Geuginger, Nadir Gallig über rechts, gleich 2-3 Gegenspiel, aber knapp vorbei. Da geht ein erstes Raunen durch die Arena. Die Innsbrucker. Ebenfalls richtig aktiv in den ersten Minuten. Kämpfen Innsbruck zieht ein Banner. Der Gästefans 250 sind mitgereist hier nach links. Und auch hier wieder. Schöne Situation, gut geklärt und damit gibt es Eckball von der rechten Seite. Schimpelsberger, ui, frech! Probiert er hier direkt auf den ersten Posten den Ball reinzubringen. Aber der Keeper Schlager pariert mit den Fäusten. Im Gegenzug die Linzer quasi. Nur 2-3 Minuten später Thomas Geuginger. Aber schauen wir mal hin, was für ein kapitaler Querschläger am eigenen Strafraum. Das darf nicht passieren von Mack. Ja, und Geuginger lässt sich das nicht entgehen. Lauert ein Riesengeschenk für den LASK. 1-0 nach knapp 10 Minuten. Die Innsbrucker lassen sich aber nicht entmutigen. Hier Schnitzer in der LASK-Abwehr. Aber zu ungefährlich. Da hätte er auch abspielen können. Offensiv sieht das bei Wacker Innsbruck wirklich durchaus gut aus, aber auch die Linzer. Klaus perfekt freigespielt, den muss er eigentlich machen. Das 2-0 auf dem Fuß, wir sehen sie noch einmal. Den kann man schon einmal im Netz versenken. Und auch die Innsbrucker probieren es hin und wieder nach vorne. Aber summa summarum zu ungefährlich. Die Linzer sind wirklich sehr, sehr effizient. Vor allem was die Chancenverwertung anbelangt. Aber ist ein Trainereffekt zu sehen bei den Innsbruckern. Jetzt einmal gute Chance ans Außennetz. Mit etwas Glück hätte sie auch schon den Anschlusstreffer geben können. Im Gegenzug wieder die Linzer. Hier mit einer guten Chance
Schön freigespielt, kein Abseits. Ja, das wäre es natürlich gewesen hier. Klaus mit dem rechten Fuß. Aber Knet mit prima Fußabwehr, muss man sagen. Fazit, durchaus verdiente 1:0. Pausenführung für die homogene Glasner Elf durch das 5. Saisontor von Thomas Geuginger. Doch die Elf vom Tivoli bietet dem Tabellenzweiten hier durchaus Paroli und ist einer der ersten Gegner in 2019, der die Linzer auch in der Defensive immer wieder erfordern kann. Durchgang 2, erste Last-Chance. In diesem Fall der Innsbruck, aber da Innsbruck-Chance. In der 48. Minute. In der 56. Dalask, halbhoher Flugball, Joao Victor mit rechts, aber kein Problem für den Keeper Knetz. Dalask setzt sich jetzt zunehmend fest im Innsbrucker Strafraum. Hier wieder schlimmer Schnitzer der Hintermannschaft der Innsbrucker. Ullmann findet hier die Lücke. Und wir schauen auch mal hin, wieder ein Geschenk der Innsbrucker. Das hätte so nicht laufen müssen. Reinhold Ranftl macht hier das 2:0. Holland mit der Balleroberung und dem schnellen Zuspiel in den Strafraum auf Ranftl. Bedeutet 2:0. Jetzt wieder mal Geuginger mit Wucht. Strammer Rechtsschuss. Aber der Keeper mit guter Abwehr. Wieder die Lasker, die deutlich aktiver werden jetzt im zweiten Durchgang. Und das wäre es natürlich gewesen hier. Rechts im Strafraum Ranftl, fast mit dem Tor, Doppelpack. Und jetzt spielt hier zeitweise nur noch eine Mannschaft. Die Linzer sind klar stärker. Wieder gute Chance. Klemm wirft sich hier in den Schuss. Sehen wir. Corner, der letztendlich nichts einbringt. Dalask auf dem Weg, den Grunddurchgang ohne Heimniederlage zu beenden. Und vor dem 43. Zähler nach 21 Runden. Tolles Ergebnis, 2:0. Lask mit wenig Problemen gegen Wacker Innsbruck. Einmal mehr ganz starker Auftritt, ja, des Lasks. Wo ist der Trainereffekt? Oder sind die ganz einfach momentan in dieser Form zu gut für Wacker? Ja, aber ich muss den Trainer an kurz was Negatives anreden, den Thomas Grumser, weil ich weiß, das weiß glaube ich jeder mittlerweile, dass Lask das Salzburg-System spielt, das Pressing, das hohe Pressing. Geuginger hat schon vor 3 Wochen schon jemand so einen den Ball abgenommen und das Tor gemacht, wenn man noch erinnern kann. Fast eine Kopie dazu. Fast, und die Innsbrucker versuchen von hinten so rauszuspielen, was sie noch nicht so gut können, weil sie unten dabei sind. Und dann wird zweimal denen den Ball abgenommen beim eigenen 16 und 2 Tore. Na, dann sage ich einfach, um da wieder rauszukommen, Jungs, wir spielen den Ball übers Mittelfeld und da werden wir erst einmal Druck setzen auf Lask. Ja, aber die Taktik, die da am Tag gelegt worden ist, nicht nur erfolgreich, aber auch ein bisschen naiv. Ja, 2 Treffer sind gefallen in diesem Spiel. Nach 9 Minuten ist Thomas Geuginger zur Stelle. So ist es passiert, Frankie. Ja, Dreierkette stehen eng zusammen. Den auch verteidigen. Das ist zwar ein wunderschöner Pass, aber auch hier muss ich den Ball wegfetzen, heißt es. Ja, der Marc schaut da wirklich schlecht aus. Das ist natürlich. Aber ich muss viel näher an die Leute dabei sein. Ja, und beim Last, weil die machen so viel Druck, egal wo der Ball kommt, die gehen immer in die Tiefe. Der zweite Pass ist immer in die Tiefe. Ja, und Frankie, auch das zweite Gegentor, dass sich die Innsbrucker einholen, ist schon. Schau mal, wie viele Lastspieler fertig. 6 Lastspieler und der Tormann spielt trotzdem, der Knet spielt trotzdem den Ball. Unbedingt, das ist die Taktik. Ja. Du glaubst, er steht frei, ja? Aber du bist nicht frei, weil die Last wartet drauf. Das ist die Taktik. Ja. Ja, und das muss als Trainer sagen zum Thomas. Sagt, Junge, du glaubst, der steht frei, der Marc beispielsweise. Nur sobald du ihm anspielst, kommen 4 Spieler von Last und betonieren ihn. Ja. Ja, und schneller spielen.
und trotzdem machen sie das. Das ist eine taktische Vorgabe, die, dann nicht, die ich nicht verstehe. Und die Innsbrucker nach wie vor tiefer drinnen in diesem Abstiegskampf denn je in dieser Saison? Die sind mittendrin statt nur dabei, weil dann wird es halbiert, dann kommen alle wieder zusammen. Und die Admira hat jetzt letzte zwei Runden gewonnen. Altach hat heute jetzt gewonnen. Gegen die Wien-Austria. So, Admira sehen wir dann gleich. Aber ja, da geht's ums Eingemachte. Ja. Ja, und dann ist ein Trainerwechsel alleine nicht das Beste gewesen. Und wir haben lange an diesem Tisch gesagt, ja, die Admira Abstiegskandidat Nummer 1, mittlerweile für dich die Innsbrucker? Naja, so wie sie heute sich präsentiert haben, das war für mich das Häschen für die Schlange. Ja. Ja, natürlich kämpfen sie, ja, kämpfen tun sie überall, ja. Aber du musst natürlich auch mit Köpfchen kämpfen. Ja. Du kannst verlieren einmal gegen den LASK, aber du musst dann zumindest daraus gelernt haben und nächste Woche alles besser machen. Ja, und die Innsbrucker schauen natürlich ganz genau, was die Admira macht. Und die hat in dieser Runde das große Niederösterreich-Derby gegen St. Pölten. Wer ist denn die Nummer 1 im Land? Wir haben gleich für Sie die Antwort auf diese Frage. Also bleiben Sie bei uns. In Kürze geht's weiter mit Anpfiff. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Ein extrem spannender Fußballsonntag, 6 Spiele, alle zur gleichen Zeit und jetzt für Sie pünktlich von 22 Uhr bis Mitternacht, alle Spiele, alle Tore. Frankie, wir sind beim großen Niederösterreich-Derby zwischen der Admira und St. Pölten. Die St. Pöltener könnten sich mit einem Sieg die Meistergruppe fixieren. Realistisch oder schwierig momentan mit der Form der Admira? Ja, die Admira ist sag mal, rechtzeitig in Form gekommen. Ein Kompliment an Trainer Geier, der die Winterpause wirklich genützt hat, mit Verstärkungen an ein neues Konzept zu bauen. Das ist ihm gelungen. Kompliment. Ja, und SGN ist zuschlagen, aber umgekehrt, Admira ist ja keine Wundermannschaft. Deswegen können eigentlich beide ja, drauf losspielen, nach vorne. Ja. Ja. Wer ist denn die Nummer 1? Hier ist das große Niederösterreich-Derby für Sie. Und wir starten gleich einmal mit den Aufstellungen der beiden Teams. So sieht das Ganze bei der Admira aus. Da gibt es in der Offensive eine kleine Umstellung, Frankie. Ja, aber der Karlacic ist natürlich ein Stürmer mit so viel Potenzial, Zukunftspotenzial. Schmidt ist sowieso der heimliche Goalgetter. Aber der Nummer 6, habe ich letzte Woche gesagt, in Schöss-Wendner hat man einen Spieler geholt mit der Routine, der die Jungs führt. Führen kann. Na, eine gute Mannschaft, das ist wieder mit das frühere Admira-Blut drin. Ja, die gehen, die marschieren, ein paar gute junge Spieler dabei, die für Kreativität sorgen. Ja, sie sind wieder da. Auf der anderen Seite, Ranko Popovic, ein wenig angezählt möglicherweise. Die Leistungen waren jetzt nicht unbedingt überzeugend, auch gerade was die Defensive betrifft. Viele Gegentore kassiert, ja. Sowohl im Cup als auch jetzt gegen Rapid. Ja, du hast recht. Ein geschätzter Ex-Trainer, Walter Schachner, hat dann einmal die Schokotabelle gehabt. Und die Schokotabelle, wenn man die Popo-Tabelle nimmt, Popovic-Tabelle, die ist nicht gut. Da ist der Vorletzte und die zeigt nichts Gutes. Und ja, die Mannschaft, ich sag's mal so wie ich das immer sage, da sehe ich zu wenig. Ja, das ist ein bisschen Kübauer und ein bisschen Popovic, aber das geht nicht. Halb-halb geht nicht. Oder ganz, weil die Jungs wissen es uns auch nicht. Was ist die Stärke von SGN? Das ist der Kampf, das ist die Leidenschaft, das ist das Glück erzwingen und nicht die spielerischen Qualitäten. Und der Popovic hat geglaubt, nach dem Kübauer, er muss spielen. Können die nicht. Punkt. Und wie viel Leidenschaft ist denn dieses Mal mit dabei? Und wer ist die Nummer 1 in Niederösterreich? Hier ist für Sie das große Derby. Schiedsrichter Walter Altmann, er pfeift ja heute das große Niederösterreich-Derby, wonach der Tabellensituation die Landeshauptstadt hier klar in der Favoritenrolle zu sehen ist. St. Pölten mit Trainer Ranko Popovic, die Admira mit Rainer Geier. Und die Admira ist es auch, die dann gleich in den ersten Spielminuten mit leichten Vorteilen hier in diese 90 Minuten startet. Wir sehen es hier. Vorsager mit der Großchance. Zu ungenau.
Da hätte er mehr draus machen können. Viel Übersicht im Spielaufbau hier an dieser Stelle, aber dann ging es doch ein bisschen zu schnell. Überhastet abgeschlossen, da ärgert er sich. Das hätte hier das 1:0 sein können. Aber wie sagt man so schön, gut Ding braucht Weile. Ja, und geht im Fußball nichts mehr, dann kommt von irgendwo eine Standard her. Zwierschitz. Ideal, weite Flanke, da ist Aiwu. Der köpft ein hier zum 1:0 für die Admira, für den großen Außenseiter. Tor für die Admira in der 36. Spielminute. Aber die St. Pöltener, die schlagen zurück, fast im Gegenzug. Wieder ein Freistoß an dieser Stelle. Freistoß eigentlich schon geklärt, doch Luxbacher kommt zum Nachschuss, der von Meisel abgefälscht wird und somit unhaltbar für Leitner ist. Der Ausgleich in der 40. Minute. Die Admira gegen St. Pölten 1:1. Tja, und das war's dann auch einmal für die ersten 45 Minuten. Da heißt es durchatmen nach einer ereignisreichen Schlussphase in dieser ersten Hälfte, in der beide Mannschaften durch einen Freistoß ein Tor erzielen konnten. Die Partie, muss man sagen, hat mittlerweile wirklich auch fußballerisch Feuer. Deshalb freuen wir uns jetzt auch hier schon auf die zweiten 45 Minuten. Da passiert mal lange, lange Zeit nichts. Wir sind in der 83. Minute. Karadzic trifft per Kopf, nachdem Hjulmand knapp vorm 16er abzieht. Riegler kann den Ball nur abprallen lassen und Karadzic trifft per Nachschuss sicher. Bedeutet 2:1, wieder die Führung für die Admira. Dann die 90. Minute. Aufregung bei den Admiralen, aber schauen wir mal ganz genau hin. Tja, das war definitiv Handspiel von Vorsager. Ich glaube, da wird es keine zwei Meinungen geben und das ist bitter. In der quasi 91. Minute hier noch einen Elfmeter zu fangen. Und der wird verwandelt von René Gadler. 2:2, 91 Minuten gespielt. Das war's hier. In der Südstadt denkt man sich, aber die Admiraner kommen noch einmal vor das Tor der St. Pöltener. Eckball von der linken Seite und da ist Aiwu ganz, ganz frei. Wird sträflich vernachlässigt und kommt hier zum Kopfball. Den setzt er auch gut, ohne Frage. Pech hier für die St. Pöltener. Die Admira gewinnt hier das Niederösterreich-Derby mit 3:2 vor eigenem Publikum. Da war richtig Feuer drin. Es war ein Torfestival. Jeweils immer zum Ende der Halbzeiten. Die Admira besiegt St. Pölten mit 3:2. Und ein richtig trefferreiches Niederösterreich-Derby, ja, dass die Admira damit mit 3:2 gewinnt. Und was auffällt, Rapid hat Mario Sonnleitner als regelmäßigen Torschützen, die Admira Emanuel Aiwu. Dürfte in Mode sein, das Verteidigertreffen. Ja. Wobei er sich auch ein bisschen bedanken kann über bei der ersten Tor, bei den Tormann von der SGM, beim Riegler, den ich gern lobe, weil er ein sympathischer Bub ist, aber die Partie hat er mit verschuldet. Aber du hast recht, Standards sind wichtig und da musst du hin und wieder auch eine machen. Und Standards kriegt der SGM aus negativ auch viele. Mhm. Sie kriegen viele Tore über Standards. Gegen Rapid letzte Woche, glaube ich, 2. Heute wieder, das ist dann zu viel. Ja. Und es passt zu den anderen Spielen. Es ist eine Runde, die nicht überstrahlt wird von richtig guten Torhüterleistungen, sondern ganz im Gegenteil. So ist es auch in diesem Spiel. Nach 36 Minuten ist Emanuel Aiwu zur Stelle. Aber der Torhüter sieht da alles andere als glücklich aus. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber du hast vorher richtig gesagt, da muss er mit der Faust raus und muss den Ball über die Tribüne boxen. Aber ein Blackout. Ja, aber gut geschossen mit dem Wind. Ja. Und da kommen wir natürlich. Saisontreffer von Emanuel Aiwu. Nur 4 Minuten später dann die Antwort. Zuerst Luxbacher mit dem Schuss und dann Meißel, der noch abfälscht. Ja, ich finde es auch, dass der Luxbacher da das Risiko nimmt. Das passt. Ja, und dann sind da so viele Spieler, da sieht der Leitner natürlich nichts mehr vor ihm und kann er nur noch reagieren und reagiert dann eigentlich
zu spät. Ja. Und dann glauben eigentlich schon viele, dass es ein Unentschieden gibt in diesem großen Niederösterreich-Derby, aber dann schreibt ja, Sascha Kalicic das Drehbuch noch ein wenig um. Ja, ja, so der hat was, der Lange. Der tut mir ein bisschen denken an den Marc Janko von früher, wie er bei der Admira war. Da wollte ich den Stöger und die, wir wollten ihn zu der Austria holen. Ist er zu Salzburg gegangen. Der hat dann eine super Karriere hingelegt, der Marc Janko. Mhm. Aber der Kalicic kann das auch. Aber genau. dann kommt der alte Fuchs, Gartler. Genau. René Gartler in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch mit dem Ausgleich. Und wo wieder alle denken, okay, ja, es gibt doch ein Unentschieden, kommt dann dieser Emmanuel Aibu zum zweiten Mal ja, in diesem Spiel. Und dann komme ich auch wieder auf das Negativ von SGN, wieder ein Standard, wobei der Gartler den schon seit zum sechsten Mal verwertet ist. Aber ja, da ist die Zuordnung, ja, das ist fürchterlich. Ich meine, da musst du als Trainer laut werden, da musst du als Trainer zum Viech werden, zum Tier, weil das kann nicht sein. Mhm. Ja? Und vielleicht noch was, vielleicht hätte der Riegler vor der Winterpause solche Bälle gehalten ja, und jetzt fehlt ihm genau den halben Meter. Mhm. Und wieder mal drei Treffer, die sich die St. Pöltener damit einfangen. Ja. Drei gute Stichworte. Die Admira gewinnt zum dritten Mal in Folge. Hättest du dir das vor einigen Monaten noch nein, wetten getraut? Nein. Für mich waren die klinisch tot. Ja. Für mich waren es klinisch tot. Baumeister weg, Sauhaufen komplett. Ja. Haben aber eine richtige Trainerentscheidung gemacht, weil sonst kannst du nicht dreimal gewinnen, weil die Mannschaft ist gut eingestellt. Und haben die richtigen Spieler geholt in der Winterpause. Und die zwei Komponenten zusammen ist Erfolg. Mhm. Und aber klinisch tot, aber jetzt wieder plötzlich quick lebendig. Was ist passiert in der Winterpause? Du, ich bin auch schon ein paar Mal daheim gelegen und habe meine Frau mir einen kleinen Spritzel gegeben und dann renne ich wieder. Ja, aber verstehst, es geht so schnell. Eine Infusion, eine gesunde. Ja, ja. Nicht, was wir gehört haben, Doping hier, Doping da. Ich sage mal so, eine gute Banane und ein Müsli-Riegel ja, genau, und es geht wieder. Oder eine Schokobanane. Oder Schokobanane. Wenn das Ergebnis nicht ja, ganz stimmt. Aber bei dieser Kamera, Trainer Geier, Kompliment. Ich habe ihn am Anfang ein bisschen mit Kritik angeworfen, aber jetzt einmal ein großes Lob. Mhm. Und St. Pölten ja, strauchelt und strauchelt und strauchelt, aber irgendwie ja, die Ironie an dieser Geschichte, da schließt sich der Kreis mit der Wiener Austria, auch die sind fix im Meisterplayoff. SKN hat ihre Hausaufgabe nicht gut gemacht. Man hat einen Trainer geholt, der anscheinend nicht zu der Mannschaft passt. Weil du kannst nicht einen Trainer holen und dann eine Mannschaft nur für den Trainer holen. Da, die Mannschaft war da unter Kübauer. Was hat der Kübauer gespielt mit denen? Einfach gehen wir und arbeiten und gehen wir, Spuck in die Hand. Mhm. Jetzt wollen sie Balipussi spielen, das geht nicht. Und dann kriegst du viele Tore, dann bist du, hast du das Glück nicht mehr, siehe Riegler, dann machst du Fehler, bist du unkonzentriert, dann kriegst du in der Kabine Probleme und dann kriegst du im Verein Probleme. Das einzige Positive ist, sie sind bei der ersten Sechs dabei. Ja, und irgendwie kommst du dann aus dieser Negativspirale gar nicht mehr heraus. Die müssen jetzt das nützen, um da wieder was aufzubauen für nächste Saison. Mhm. Sonst kommen sie nächste Saison in die Negativspirale. Mhm. St. Pölten muss sich kräftig in die Hände spucken. Was muss alles passieren? Ja, sie müssen jetzt bei den erstens einmal mit den Trainern jetzt einmal Klartext reden. Was machen wir? Was haben wir für Spielkonzept? Was haben wir für Philosophie? Wie gehen wir das weiter an? Welche Spieler können wir im Sommer noch dazu holen? Oder ist der Trainer nicht mehr der Richtige? Da muss ich auch reagieren. Wir sind in Kürze wieder bei Ihnen. Dann ziehen wir noch einmal unsere ganz große Bilanz und schauen natürlich auch noch auf das Tor dieser Runde. Also geht in Kürze spannend weiter mit Anpfiff. Damit bis gleich. Die große U24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff, präsentiert von Ferip Tatzek und Frankie Schinkels. Die 21. Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga ist vorbei. 16 Treffer sind gefallen. Wir haben Ihnen alle Tore gezeigt. Schön, dass Sie nach wie vor mit dabei sind bei Anpfiff. Immer für Sie am Sonntagabend alle Spiele, alle Tore. Frankie, wir ziehen noch eine Bilanz, schauen klarerweise noch einmal auf die gesammelten Ergebnisse. So sind die einzelnen Spiele ausgegangen. Ja, und Frankie, da sind etliche Überraschungen dabei. Ja, überhaupt natürlich. Austria Wien, das fällt gleich ins Gesicht. Altach gewinnt auswärts. Mattersburg, ja, doch auch eine Überraschung gegen Rapid, weil Rapid war sehr gut drauf. Admira, ja, 3-2, aber das ist nicht so ins Gewicht gefallen.
und Hartberg, Wolfsberg 1-1. Die Tabelle, die ist sehr, sehr interessant, weil nächste Woche haben wir die letzte Runde. Genau, und so sieht es aktuell aus. Nach 21 Runden, einen Spieltag gibt es noch und dann gibt es diese Ligateilung. Das sind aktuell die ersten sechs. Ja, natürlich. Trotzdem Kompliment an Stand jetzt, an St. Pölten und an Wolfsberg. Hier fehlt natürlich, ich sage mal, die Jungs mit den grün-weißen Leibeln, die Rapidler, die fehlen jetzt. Und die haben noch eine Möglichkeit, um in diese sechs, bei diese sechs zu kommen, aber sie haben es nicht mehr in eigener Hand. Und das ist natürlich das Schlechteste. Die Rapidler müssen also den Austrianern die Daumen drücken. Und was natürlich auch sofort ins Auge springt, Frankie, Platz 3 und 4. Die Wiener Austria und St. Pölten, beide verlieren, aber beide lösen dennoch das Ticket für dieses Meisterplayoff. Skurril. Riesenkompliment an SKN St. Pölten, an den gesamten Verein, weil das war vor der Saison, hätte man das nie geglaubt. Bei der Austria habe ich vorher gesagt, die Tabelle lügt nicht, aber da muss man auf die Punktestand schauen, wie viel man hinter Lask ist und wie wenig man eigentlich doch vor Platz 7 ist. Ja. Und sonst, ja, Wolfsberg und Sturm müssen noch einmal richtig Gas geben. Ja, also gerade was diese Trennung betrifft, ist es natürlich sehr, sehr eng und knapp. So sehen die weiteren Positionen aus. Das ist die Abstiegsgruppe und Platz 7 Rapid. Ja, Rapid muss gewinnen, Ferry, gegen Hartberg zu Hause. Mit mehreren Toren. Wenn Sturm Graz ein Unentschieden spielt gegen die Wiener Austria, dann muss Rapid hoch gewinnen. Sollte aber die Wiener Austria gegen Sturm Graz gewinnen, auswärts, was nach der Leistung gegen Altach eigentlich ein Wunder wäre, dann wäre Rapid durch mit einem Sieg, einem normalen Sieg. Aber sogar Mattersburg, man glaubt es nicht, aber Mattersburg hat sich die Möglichkeit noch erkämpft mit dem Sieg gegen Rapid, um vielleicht noch hineinzugehen. Das wäre für mich der ganz, ganz große Sensation. Ja. Und nächsten Sonntag, 22 Uhr, sind wir für Sie natürlich auch wieder hier in diesem Studio und haben dann die Auflösung, wer tatsächlich noch reinkommt in diese Meistergruppe dann nach 22 Runden. Das noch einmal für Sie die gesammelte Tabelle und bei uns geht es weiter mit unserem Tor der Runde. Und das ist dieses Mal im Pappelstadion gefallen. Andreas Gruber, der Torschütze, nach 13 Minuten dieser richtig schöne Schuss. Ja, ich bin der Meinung, dass wenn einer aufs Tor schießen will und das auch tut, dann musst du auch mit rechnen, dass er reingeht. Und egal, ob dann jetzt irgendein Maulwurf kurz rausschaut und weil er den Ball ein bisschen aufruft, ja. Ich sage, Entschuldigung, um die Zeit kann man sagen, scheiß drauf, schieß. Und der Bub hat das gemacht und macht dann für mich das Tor der Runde, ich glaube für dich auch. Ja, absolut. Und nicht nur das Tor der Runde, weil das kannst du machen, wenn du 6-1 verlierst, aber ein wichtiges Tor gegen Rapid, mit dem sie auch natürlich 2-1 gewinnen. Sehr, sehr schöner Treffer damit von Andreas Gruber. Und auch in der kommenden Woche geht es dann spannend weiter. Die 22. Runde, dann entscheidet sich tatsächlich, wie die Meistergruppe aussieht und wie es unten aussieht. Und das sind die Spiele, die dann auf uns zukommen, beziehungsweise die Sie erwarten. Frankie, ganz oben gleich einmal Sturm gegen die Wiener Austria. Ein richtiger Kracher, volles Haus, ausverkauft. Die Austria Wien muss auch, ich sage mal, Farbe bekennen, weil die müssen jetzt besser spielen. Tun sie vielleicht ein bisschen leichter auswärts. Ja, und Sturm darf nicht verlieren. So, Druck ist auf die Partie genug. Und dann geht es gleich weiter mit Rapid gegen Hartberg. Ja, und das Kuriose dabei, die Rapidler müssen auf die Wiener Austria hoffen. Ja, erstens das, aber erstens die ihre eigene Hausaufgabe erfüllen. Die haben aber 5-2 gewonnen im Cup, im ÖFB-Cup gegen Hartberg. So. Aber dennoch, wie sehr schmerzt es die Grünen, dass sie es nicht in der eigenen Hand haben? Sehr, sehr. Aber ich muss ehrlich sagen, sie haben natürlich nach der Winterpause eine schwere Auslosung gehabt und haben bis jetzt, bis heute alles gut bewältigt. Aber jetzt müssen sie noch einmal volles Programm fahren. Und so wie du sagst, hoffen auf Violett. Grün hofft auf Violett. Ungewöhnliche Schlagzeile, aber auch die ist tatsächlich Realität in dieser Bundesliga-Saison. St. Pölten gegen Mattersburg? Ja, St. Pölten auch viel Brisanz. Ist zwar gesichert, aber Mattersburg hat einen Lauf. So, Mattersburg traue ich zu, auch in St. Pölten gewinnen zu können, weil sie auch stark sind in Standards. Und da ist St. Pölten sehr schwach. Ja. Dann geht es weiter mit Innsbruck gegen Salzburg.
Ja, am Papier natürlich eine ganz klare Angelegenheit. Der neue Trainer, der hat es schwer, weil jetzt hat man 2-0 verloren gegen LASK und jetzt kommen wir als Zweite und jetzt kommen wir gegen Red Bull Salzburg, der Nummer 1. Das gibt leichtere Aufgaben im Leben, als so zu starten. Aber da muss man durch. Ja, Sonntag 17 Uhr, dann auch Alltag gegen den LASK. Ja, Alltag mit breiter Brust. Ja. Ins erste Heimspiel. Und so ein bisschen die Überraschungstüte momentan. Ja, aber sie zuerst verloren gegen die Admira, jetzt dieser 3-1 Erfolg gegen die Wiener Austria. Was aber ist Trainer gegen den LASK? Einiges, wobei LASK, egal, daheim oder auswärts, sie spielen ihr Fußball, sie spielen einen schönen Fußball zum Anschauen, ein aggressives Vorchecking-Fußball. Mhm. Aber Alltag wird sicher gut eingestellt sein, weil Zellhofer ist eine Linse, kennt natürlich der ganze LASK gut, so. Da kann man schon ein taktisches Spiel von Alltag erwarten. Und dann auch noch WRC gegen die Admira. Für mich jetzt die Überraschung Mannschaft Admira. 3 Spiele, 9 Punkte. Und Wolfsberg sucht noch nach der Form. Ja, und Frankie, traust du dich abschließend noch einschätzen, wer denn noch das Ticket löst für die Meistergruppe? Ich glaube, dass Sturm Graz unentschieden spielt gegen die Wiener Austria. Da muss Rapid hoch gewinnen und dann liegt es an Rapid. Also wird sehr, sehr interessant, die Auflösung. Dann einer von den zwei geht. Auflösung dann kommenden Sonntag, 22 Uhr in Ampfiff. Frankie, wir sind fast durch. Du hast noch deinen großen Auftritt jetzt im Tipico Wettstudio. Du gehst an unsere Wall. Jenny erwartet dich schon. Tipico stellt dir in jeder Runde 100 Euro zur Verfügung, die dann Frankie Schinkels mit einer Dreierkombi auch noch vervielfachen kann. Und am Ende, das ist so, kommt dann der gesamte Betrag der Sparte Behindertenfußball des österreichischen Behindertensportverbandes zugute. In der 22. Bundesliga-Spielrunde wird es wieder ganz besonders spannend. Ich hoffe also, dass 22 ihre Glückszahl ist. Es wird interessant, denn da treffen die Austria auf Graz bzw. umgekehrt. Die Blackies, die stürmen da hoffentlich voran. Oder wenn sie Austria-Fan sind, dann halten sie wohl zu den Veilchen. Zu wem hält aber Frankie Schinkels? Das klären wir gleich. Er kommt jetzt mal hier hineingesprintet in das Tipico Wettstudio. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Topspiel mal näher an. So, es geht um die steirische Wurst, haben wir vorher schon mal besprochen gehabt, gell? Ja. Oder geht es ums Wiener Burenheidl? Was sagst Das ist Spannung pur. Hier geht es wirklich um die Wurst, ums Eingemachte, habe ich in Österreich gelernt. Sturm gegen Austria ist ein richtiges Topspiel. Und man sieht ja auch, Remis in der ersten Saisonduell, ausgeglichene Bilanz in der letzten Saison. Mhm. Und immer Tore in der letzten 13 Duelle. Was will eine Frau? Eine Frau will Tore. Ja, weil ich will jubeln, weißt du. Genau so ist es. Und das verspricht dieses Spiel. Und es verspricht unheimlich viel Spannung. Also das kann man versprechen. Gänsehautmomente wird es geben für alle Fußballbegeisterten. Ja. Grandios, dann hätte ich mal gesagt, dann tun wir doch das, wofür wir eigentlich hier sind. Nämlich für den guten Zweck mal frisch, fröhlich drauf lostippen. Auf das Topspiel musst du eben setzen. SK Sturm Graz gegen FK Austria Wien. Was sagst du? Unsere Vorschau hat schon alles gezeigt. Ich tippe auf ein Unentschieden. Die Austria Wien ist zwar katastrophal in Form, haben gegen Alltag zu Hause verloren. Die armen Teilchen. Sturm muss. Vielleicht spielt die Wiener Austria ein bisschen befreiter, deswegen ein Unentschieden. Ein Unentschieden. Gut, da haben wir dann eine Quote von 3,5. Das macht unsere Dreierkombi aber noch nicht vollständig. Ja. Das heißt, auf 2 Spiele musst du eben noch setzen. Du kannst die gerne auswählen. WRC gegen die FC Admira. Admira, 3 Spiele, 9 Punkte nach der Winterpause. WRC, ein bisschen Pech in Hartberg gehabt. Die kommen, die brauchen einen Punkt. Mhm. Und wenn die einen Punkt brauchen und die sind froh mit einem Punkt, dann heißt es, Jenny, spielen sie auch unentschieden. Alter, bist du unentschlossen irgendwie, oder? Ich bin neben dir, stehe ich sehr unentschlossen da. Aber ich tippe trotzdem auf Unentschieden. Okay, ein Unentschieden. Okay, also keine klare Tendenz, trotzdem eine Quote von 3,5. Mhm. Auf ein Spiel, das steht dir noch frei zur Wahl. Was macht ein Mann, der unentschlossen ist? Der bleibt unentschlossen. Deswegen Alltag gegen der LASK. Alltag gut. Mhm. In Wien 3-1 gewonnen. Neue Trainerduo, ist ein bisschen Aufwind. LASK ist gut, hervorragende Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auch hier an ein Unentschieden. Das multipliziert sich schön. Ja, das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben eine Quote von 3,6. Wir machen das ja hier für die gute Sache. Es geht ja dann um Spendengelder zusammen. Du sammelst eigentlich Karma-Punkte, gell, in dieser Sendung. Aber ich finde das so toll von Tipico, dass sie mir sowieso die 100 Euro zur Verfügung stellen. Eben. Und der wird sowieso gespendet. Ich probiere nur, dass man das zu vervielfachen. Vermehren. Deswegen rechnen wir uns da doch gleich mal zackig aus, was denn da jetzt rauskommt. Also wir haben 3,5 plus 3,6 plus 3,5, dann werden wir
Eine hohe Quote von 44,10 mal 100 bedeutet das also 4.410 Euro. Ja, das war ja was. Das war was für das diese ist gut. Gute Zweite. Da kann man schon viele schöne... Ich drück die Daumen. Ich drück auch die Daumen, dass Frankie da auch Recht behält. Denn das wäre natürlich gut. Sie können übrigens auch mittippen, das ist auch kein Problem. Nicht nur Frankie kriegt das ganz gut hin, ich glaube auch fest an Sie. Klicken Sie einfach rein auf tipico.at, machen Sie mit. Es gibt da auch noch einen Bonus für Sie, so quasi zum Willkommen sagen, ab 10 Euro bis 100 Euro. Also das ist ja auch schon mal ein schöner Anreiz. In diesem Sinne, viel Spaß beim Wetten und ich gebe zurück zu Ferry. Besten Dank euch beiden. Ab sofort haben Sie wieder alle Spiele, alle Tore natürlich auch schon auf Ihrem Smartphone unter OE24.at bzw. über die App von OE24.tv. Bis kommenden Sonntag, 22 Uhr, dann heißt es wieder Ampfiff und die Entscheidung, wer in die Meistergruppe kommt bzw. im unteren Playoff spielt. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie sportlich.